Ein ganz herzliches Willkommen in diesem Finanztalk heute. Wir freuen uns riesig, dass ihr mit dabei seid und wir freuen uns auf eine ganz, ganz spannende Stunde. Grundsätzlich läuft das so, dass wir uns hier erstmal so ein bisschen austauschen und über das Thema und so ein bisschen warm reden. Und ihr seid aber sehr herzlich eingeladen, all eure Fragen zu stellen. Bitte nicht mit, ah, das war mir jetzt gerade unklar, könnt ihr das nochmal sagen? Das wissen wir dann eventuell 5 Minuten später nicht mehr, sondern bitte schreibt sehr gerne genau rein, an welchem Punkt ihr noch weitere Informationen braucht, um ja, genau an die Informationen zu kommen, die für euch wichtig sind. Und ich stelle euch einmal kurz unsere Runde hier vor und freue mich auf jeden Fall sehr. Als allererstes möchte ich unseren Gast heute begrüßen, den Alexander Sachs. Ach, da sehe ich den Vincent. Dann hole ich ihn mal rein. Den Alex Sachs. Alex ist ein Blockchain-Programmierer und wirklich ganz, ganz tief in diesem ganzen Krypto-Space drin. Schon vor vielen Jahren in das sogenannte Rabbit Hole der Kryptowährungen abgetaucht und kennt sich nicht nur an der Oberfläche, sondern auch wirklich tief mit der ganzen Materie aus. Hat unzählige Entwicklungsprojekte kennengelernt, hat ganz, ganz viele Unternehmen beraten in dem Bereich, ist auch selber immer wieder aktiv als Berater, ich habe mich jetzt wiederholt, aber als Berater in Projekten dabei und hat wirklich ein sehr, sehr profundes Wissen aus diesem kompletten Krypto-Space. Seit Jahren ist Alex einer der Menschen, zu dem ich gehe, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, was in der Krypto-Welt häufiger passiert. Und ich bin sehr glücklich, dass Alex mit seiner Expertise heute hier ist und ja, mit uns gemeinsam mal dieses Thema beleuchtet. Cool, dass du hier bist, Alex, und herzlich willkommen. Schön, hallo zusammen. Dann haben wir natürlich unsere Finanztalk-Crew hier mit dabei. Gerade frisch mit reingesprungen, Vincent von Freaky Finance. Irgendwas hat mit meinem Link nicht geklappt, jetzt ist er aber da. Ich freue mich riesig, dass auch du da bist und wir heute über das Thema diskutieren. Ich weiß ja, dass du auch nicht so ganz kryptokritisch bist wie unsere anderen beiden. Und von daher schön, dass auch du mitdiskutierst. Ja, moin, hallo. Dann unser Luis. Luis von Nur Bares ist Wahres, ein großer Verfechter der Hochdividendenwerte und der sagen wir mal, klassischen dividendenorientierten Investments an der Börse, der sich extrem gut auskennt und der mit Krypto, glaube ich, bisher noch nicht so richtig viel am Hut hat. Mal gucken, ob wir das heute vielleicht ändern können. Schön, dass auch du wieder dabei bist. Ja, guten Abend. Ja, mit der Finanzbraut bin ich noch nicht so richtig warm geworden, in der Tat. Das ändern wir. Und dann unsere liebe Annette Weiß von der, Ge von, jetzt Annette, jetzt hänge ich gerade, von der Geldwertfinanzbildung. Geldwertfinanzbildung, entschuldige, der Kopf hat sich gedreht. Ja, Annette legt Wert darauf, dass sich die Bildung der Finanzen sowohl hier als auch im Portemonnaie stetig vollzieht. Und ist bisher auch noch nicht so tief in den Krypto-Space eingestiegen, sondern unterstützt ihre Kunden vor allem, ETF-Depots aufzubauen, grundsätzlich ihre Depots zu strukturieren, zu gucken, in welche Assets sie optimalerweise investieren sollten und ist als Honorarberaterin und auch natürlich als Finanzbloggerin wie die anderen super gut unterwegs, um andere zu helfen, fit zu werden. Schön, dass auch du wieder dabei bist. Abend. Dann haben wir heute leider unsere Dani nicht mit dabei. Die ist heute verhindert. Das macht aber nichts. Wir stürzen uns jetzt auch mitten ins Thema. Und heute geht es darum, ob Krypto-Investments ein Must-Have sind und wenn, wie man diese am besten angehen sollte. Ich schmeiße das Thema jetzt einfach mal direkt ins Feld und sage: Alex, hältst du Krypto-Investments für ein Must-Have? Definitiv. Also die Frage ist, glaube ich, an der Stelle ja so ein bisschen, welchen Teil des Gesamtportfolios macht das aus? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jetzt nichts ist, wo man 100% seiner kompletten Werte quasi rein investieren sollte. Der Markt ist aktuell noch volatil, dem kann man noch nichts irgendwie gegenübersetzen oder abstreiten. Wenn man da drauf guckt, selbst auf Tagesbasis, ja, schwankt das teilweise zwischen 20 und 30%. Wobei ich auch da an der Stelle mal wieder betonen möchte, das Ganze verfolgt schon, wenn man das quasi mal auf, ich sag mal, 6, 9, 12 Jahre sich anguckt, ein ziemlich stringentes Pattern. Also die sogenannten Crypto-Cycles, die sehen wir einfach immer wieder. Und die sind, wenn man das dann eben auf mehrere Jahre sich anguckt, schon relativ, ja, also vorhersehbar sicherlich nicht, aber ähnlich, ne? Die sind halt sehr vergleichbar. Und natürlich ist es auch so, dass desto mehr
Geld letztendlich auch in diesen Markt reinfließt, desto geringer wird die Volatilität. Also das sehen wir auch jetzt schon. Der Markt heute ist schon deutlich weniger volatil, als er vor 3, 5, 6 Jahren noch war. Und desto mehr Geld natürlich da reinfließt, desto weniger volatil wird das Ganze. So, aber ohne jetzt einen langen Monolog zu starten, höre ich jetzt einfach mal kurz auf und höre mal, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, erzählt mal, vor allem die, die bisher noch nicht in Krypto investiert haben. Was hat euch davon abgehalten zu sagen, Kryptowährungen sind Teil meines Portfolios, gehören in mein Portfolio und sind ein wichtiges Asset? Hättest du gar kein Asset, sondern für reine Spekulation? Schieß mal los. Genau, wo fange ich an? Also, Bitcoin sind für mich, nach dem, was ich davon weiß, überhaupt keine Geldanlage, Punkt. Also, meine Definition von Geldanlage ist halt sehr eng. Wenn überhaupt, dann sind Bitcoin eine reine Spekulation. Das sind sie auf jeden Fall. Das sind aber Mahagoni-Wälder und diverse andere nicht sonderlich transparente Dinge auch. Und wenn ich es nicht verstehe, halte ich die Finger weg, zum einen. Und ich verstehe nicht, was da hinten dran steckt mit Nullen und Einsen. Tut mir leid, nein. Ja, das sind Nullen und Einsen. Und davon abgesehen habe ich auch ein riesiges moralisches Problem mit jeder Form der Kryptowährung in der heutigen Form, wie sie gerade sind. Ja. Ich möchte nicht irgendetwas unterstützen, was auch dazu dient, wunderbar Schwarzgelder zu verramschen und Waffentransporte zu finanzieren und Mädchenhandel. Du weißt schon, dass es mit unserem Fiat-Geld auch grundsätzlich geht und dass auch jede Bitcoin-Börse einen KYC-Prozess hat und dass man sich überall authentifizieren muss und so. Aber da haben wir ja zumindest Ansätze, das regulieren zu wollen. Ja? Und wir können es zumindest dann, wenn man es denn, ist schwierig, aber man kann Ross und Reiter finden, wenn man es denn versucht. Kannst du im Bitcoin Sphere bei fast allem auch, lass mal so als Info. Der Sinn der Sache ist ja, dass man eben nicht jemanden finden kann. Dieser hochdemokratische, von Bankensystem losgelöste Idee dahinter unterliegt ja geradezu dieser angeblich demokratischen Geschichte. Und ja, aber demokratisch heißt ja nicht anonym. Und da auch ein dickes Veto, aber eigentlich wollte ich dich aussprechen lassen, noch gar nicht so viel reinlabern, aber trotzdem okay. Juckt es mir jetzt unter den Fingern. Ja. Und der letzte Punkt finde ich halt auch umweltmäßig, also stromverbrauchstechnisch. Ja, also wenn wir uns auf irgendeine einzige Geschichte einigen könnten und würden dafür einen Haufen Strom verbrauchen, soll mir das recht sein. Aber es fängt jeder Hinz und Kunz fängt eine neue Kryptowährung an und fängt von vorne an, irgendwie einen Haufen Strom zu verbrauchen für nichts und wieder nichts. Ich gehe davon aus, dass von diesen ganzen Kryptowährungen, die es jetzt gibt, in 10 Jahren vielleicht noch 5 übrig bleiben. Und das andere Geld haben wir alles also die andere Energie haben wir sinnlos verpulvert. So what? Warum? Ja. So, und jetzt kann Luis weitermachen. Der hat noch ganz viele andere Sachen bestimmt. Eigentlich müsste ich mir jetzt noch mal ein paar Notizen machen auf das, wo ich alles drauf eingehen will, weil ich denke, das kann man nicht alles so stehen lassen hier. Genau. Ja, vielleicht kann man das ja. Dass jemand so. Ja, um es vorwegzunehmen, die moralischen Skrupel bekannterweise wie Annette habe ich ja nicht. Ja, grundsätzlich, was bestimmte Strukturen unterwandert, hat ja auch einen gewissen anarchistischen Reiz. Was ich auch absolut in Ordnung finde. Und ich meine, ist klar, dass sich Staaten ihre Kriege, Waffentransporte, Menschenhandel und was sonst noch alles dranhängt, ungerne abnehmen lassen von anderen Anbietern. Nein, Scherz beiseite. Also jenseits dieser moralischen Komponente gebe ich aber Annette in einem recht. Und ich meine, ich bin mathematisch relativ und informationstechnisch relativ gut bewandert, aber letztendlich im Detail verstehe ich das Konzept, also gut, das Konzept schon, aber im Detail verstehe ich halt nicht, was das eben für ein Vermögenswert sein soll, den ich dort erwerbe und wie dieser genau funktioniert. Und ich wette, das ist bei 99% der Leute, die anlegen, genauso. Es wird sicherlich einige geben, die richtig, der Alex mag sicherlich dazugehören, wenn er da entsprechend ja, tief in der Blockchain, in
Bit schon denkt, dann funktioniert das sicherlich. Aber ich denke mal, 99%, die tatsächlich auch Krypto-Vermögenswerte halten, fehlt da wirklich das Verständnis, was bei anderen Anlagen eben da ist. Ja, ich weiß halt, wie Immobilien funktionieren oder wie Edelmetalle funktionieren oder wie ein Geschäftsmodell oder ein Cashflow funktioniert, aber ich weiß nicht im Detail, wie jetzt so eine kryptografisch organisierte oder selbstorganisierte Datenbank jetzt im Detail funktioniert. Ne? Und das ist jetzt der technische Aspekt. Der andere Aspekt, der mich so ein bisschen abhält, ist, ja, wenn ich einfach in die Geschichte gucke und dann schaue, was sind überhaupt Vermögenswerte, dann habe ich eigentlich so drei große Gruppen. Ja, das eine sind Sachwerte, das andere sind Geldwerte und das andere sind Ertragswerte. So, und da kommt die große Frage, was um Gottes Namen sind Kryptovermögenswerte, weil die fallen ja gar keine in diese Kategorie. Ich habe eine digitale Signatur, also eine Informationseinheit, aber wo ist da die Gegenbuchung? Ja, also es ist quasi, wenn ich sage, aus der doppelten Buchhaltung schneide ich eine Seite weg und habe nur noch eine einseitige und dann fehlt tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie die zweite Dimension. Ja, also und das ist bei allen anderen gängigen oder marktüblichen Vermögenswerten eben nicht so. Da habe ich eben die Gegenbuchung. Ich habe einen Cashflow, ich habe eben einen Sachwert, ja, selbst bei Kunst beispielsweise, der sich eben in einem ästhetischen Empfinden äußert oder in Gold, können wir sich auch nochmal drauf eingehen, weil das ja häufig als Vergleich herangezogen wird. Ja, nun hat aber Gold eben so einen 5000 oder über 5000-jährigen Track-Rekord. Das ist dann schon eine etwas andere Hausnummer und noch ein paar andere Eigenschaften eben Kryptowährungen nicht haben. Jenseits dessen finde ich natürlich die Idee, ein ehrliches, direktes Austauschsystem zu haben, extrem charmant. Vinzi, lass uns erstmal an deinen Gedanken teilhaben, bevor ihr vielleicht auch an Alex Fragen stellen könnt, beziehungsweise wir vielleicht auch ein paar Sachen so ein bisschen richtig ziehen oder auf so ein paar Sachen vielleicht auch eingehen können. Ja, ich habe auch weniger Bedenken, bin ich ja so wie Luis meistens gestrickt, also diese Bedenken wie Annette habe ich nicht. Ich komme aber tatsächlich auch eher so aus der Goldecke und habe dann irgendwann Bitcoin eben als digitales Gold für mich so ein bisschen entdeckt. Allerdings bin ich da jetzt auch nicht übermäßig krass investiert, habe das auch ganz interessant gefunden. Schon kurz vor dem ganz großen Hype damals, 2017, glaube ich, bin ich da mal langsam so ein bisschen rein. Und dadurch ist jetzt natürlich im Laufe der Zeit auch schon ein ganz netter Anteil vom Vermögen jetzt geworden. Das ist ganz cool, aber ich stecke da auch überhaupt nicht drin. Muss ich dem Luis recht geben. Also verstehen tue ich das auch alles ganz sicherlich nicht. Freue mich natürlich über diese Entwicklung, aber ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also das war für mich so ein... Diversifiziere ja immer über alles Mögliche und Gold fand ich, ich bin halt so ein Goldjünger sozusagen, ist ja auch nicht jedermanns Fall, aber ich fand Gold immer gut oder Edelmetalle allgemein und wollte eben noch so eine digitale Alternative, das noch ein bisschen breiter ausfächern, wie man mich halt kennt, alles mitmachen, so tanze ich auch mit einem halben Bein auf der Hochzeit mit, ohne es wirklich zu verstehen. Polka, Polka, Polka. Alex, magst du schon mal so ein paar Stichworte auf? Ich habe mich ja auch schon eine lange Liste gemacht, auf ein paar Sachen eingehen. Und ansonsten, wenn ihr konkrete Fragen habt, könnt ihr natürlich auch die schon mal rüberschmeißen. Konkrete Fragen oder soll ich einfach mal loslegen? Fragen einfach nee, mal. Gerne mal loslegen. Wir haben ja schon ein paar Ringe in die Arena geworfen. In die Mitte geworfen, ja. Gut, fangen wir vielleicht mal mit den Punkten von dir, Annette, an. Vielleicht mal mit dem, was ich auch immer wieder höre und absolut nicht nachvollziehen kann, nämlich dieses Thema mit der Geldwäsche, dass man das quasi benutzt, um irgendwie, ich sag mal, illegale Dinge zu tun. Also erstmal, meiner Meinung nach passiert das mit jedem Geld, Fiat, wie auch immer. Also da ist jetzt Bitcoin keine Ausnahme, Punkt 1. Punkt 2, Bitcoin ist voll transparent. Jede Transaktion kann nachvollzogen werden. Es ist zwar so, dass ich dann nicht weiß, wem das gehört. Aber dadurch, dass ich heutzutage mit einem Bitcoin irgendwie noch nicht so viel anfangen kann, außer ich tausche den zurück in Euro, da muss ich wieder wissen, wer ich bin oder die Börse weiß, wer ich bin, ist es aus heutiger Sicht eigentlich komplett bescheuert, das mit Bitcoin zu machen. Weil, also wer akzeptiert denn Bitcoin als Zahlungsmittel? Aktuell quasi keiner.
Es gibt ein paar interessante Ansätze in die Richtung, ja, wo es dann halt weil in diese Richtung geht. Ja, ich meine, gut, Tesla akzeptiert jetzt Bitcoin, also ich könnte mir einen Tesla kaufen, juhu. Aber nichtsdestotrotz, ich muss mich halt immer irgendwie ausweisen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt nicht vorhabe, die Bitcoins, die ich irgendwie ergaunert habe, die nächsten, keine Ahnung, 10, 20 Jahre zu halten, und ich behaupte mal, dass das die wenigsten Gauner wirklich vorhaben, dann gut, ne, kann ich damit erstmal nicht so viel anfangen. Und selbst wenn ich das dann ausgebe, es ist sogar so, dass es, also wenn ich quasi das mache, dann ist meine Bitcoin-Adresse ja bekannt. Und was tatsächlich die Polizei auch macht, ist sogenannte Tainted Coins suchen, also sprich Coins, die in irgendeiner Art und Weise in illegalen Geschäften involviert waren und deren Transaktionen nachverfolgen. Und sobald dort quasi wieder jemand auscasht, auf den auch direkt zuzugehen. Und die Polizei macht das bereits schon seit Jahren im großen Stil, weil es halt alles offen ist. Also so, wenn man in das Bankentransaktionssystem gucken könnte. Und auch im Sinne, also es wird sogar im Sinne von Regulierung benutzt. Also ich meine, die USA hat ihre Kryptobörsen angefragt, ihnen, glaube ich, alles offen zu legen, was über 20.000 Euro war. Und daraufhin haben sie den Leuten quasi nochmal einen Steuerbescheid nachgeschickt. Also man kann sich der Regulierung nicht... Die deutsche Polizei schafft das aber nicht, oder? Die würden ja da erstmal einen Fax schicken an die Handmemo. Ich bin leider eher der Blockchain-Experte, nicht der Polizeiexperte. Nee, also tatsächlich ist es so, dass man da super viele Sachen auch wieder gefunden hat, ja, und dass man das halt zuweisen konnte. Und selbst bei der Geschichte, wo jetzt vor Jahren dieser Mt. Gox quasi gehackt wurde, da guckt man immer noch drauf. Man weiß genau, in welcher Bitcoin-Adresse dieses Geld liegt. Und sobald sich das irgendwie bewegt, sind da alle quasi drauf und dran und gucken quasi, wo das halt hinfließt. Und wenn das irgendeiner auscasht und damit irgendwas macht, dann haben die den. Also ich bin bei dir. Ja? Man kann das nicht komplett verhindern. Und man könnte jetzt eben auch hergehen und seine Bitcoins eben irgendwie Monero wechseln oder was auch immer und das dann damit irgendwie waschen. Aber ich glaube, das ist einfach etwas, was mit Geld heute passiert und immer passieren wird und wo Bitcoin jetzt einfach keine, also weder Nach- noch Vorteil sozusagen ist. Es ist einfach, ja, Geld wird eben auch benutzt für Dinge, die nicht so sinnvoll sind. Und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben. Aktuell würde ich behaupten, es ist mit Bitcoin ein bisschen schwieriger wahrscheinlich als mit irgendwie Fiat-Geld. Aber das ist so ein bisschen, ja, das, was ich dazu irgendwie an Gedanken habe. Strom? Genau, das ist, Strom war ja auch noch sowas, ne? Also, und ich glaube, wenn man sich jetzt nur originär auf den Bitcoin bezieht und sagt, ich gucke mir nur Bitcoin an und nichts anderes und auch nicht die ganzen Neuerungen, wie zum Beispiel, ich buzzworte jetzt hier einfach ein Lightning-Netzwerk, dann ja, ist Strom ein Problem. Vor allem, wenn wir mehr Massentauglichkeit machen, ne? Aber es gibt natürlich nicht nur dich, sondern ganz viele andere, die dieses Problem erkannt haben und die sich Gedanken darüber gemacht haben, was könnte man tun, um es zu lösen. Ja, und was gibt's? Und es gibt extrem viele andere Projekte, die jetzt nicht, diesen Proof-of-Work-Ansatz haben, sondern den Proof-of-Stakes, wahrscheinlich alles jetzt so ein bisschen schon zu technisch, um da reinzugehen. Ja, aber das Energieproblem löst sich an vielen Punkten. Ne? Also das ist ja auch relativ. Man kann genauso gut sagen, wie sinnvoll ist es, Netflix-Serien zu gucken. Und das Internet zu nutzen, Louis. Auch bei dem das Punkt. Internet du überhaupt. Komplett das Internet, lieber Louis. Du hast gerade gesagt, du verstehst das nicht so genau mit den Nullen und den Einsen, wo ich mir denke, okay, wer von uns nutzt alles das Internet, ohne ganz genau zu wissen, wie das funktioniert? Dann arbeitet man beim Geld. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie Xetra tatsächlich hinten dran funktioniert. Xetra selbst, ja, also die Rechenleistung von Xetra, bitteschön, sollen sie machen. Ja, muss ich nicht wissen. Ich muss das Auto nur fahren können. Ich muss nicht wissen, wie der Motor innen drin aussieht. Ja. Aber bei Bitcoins verstehe ich die Logik dahinter auch nicht. Das aber letzten Endes kannst du es wie die... Moment. Und die Idee ist es ja, dass jedes Mal das komplette Leben dieses Krypto Währungscoins, ja, das komplette Leben dieses einen Coins von A nach B mit transferiert wird. Sprich, wir haben eine Rechenleistung, die an so einer Coin dranhängt. Wenn du dir anguckst, wie sehr eine Geldnote ihren Besitzer wechselt über ihr Leben, ja, und du müsstest auf jedes Mal draufschreiben, von A nach B gegeben am, ja. Und du gibst diese Geldnote, was dann innerhalb von kürzester Zeit aus einem 5-Euro-Schein einen riesen Wälzer macht, gibst du jeweils von A nach B weiter. Das ist Energieverschwendung.
Nee, das gab es aber, das gab es aber übrigens, ne? Das hieß Wechsel. Genau, das bei war Wechsel. Ja Standard-Zahlungsmittel. Derzeit im Prinzip, das war ja im Prinzip ein analoger. Aber das ist nicht, aber Wechsel hast du immer nur gemacht im du hast ja keinen Wechsel 7000 Mal um die Welt geschickt. Nee, ja. Und du hattest halt am Ende halt immer einen Gegenwert, ne? Weil das ja im Prinzip ein Zahlungsanspruch war. Ja? Und vielleicht kann der Alex ja mal ein bisschen in die Richtung gehen. Also vielleicht mal die zwei Sachen, so dass ich weiß, in einer Dreiviertelstunde wird man es ja sich auflösen können, unser laienhaftes oder nicht vorhandenes Verständnis. Aber vielleicht dann doch noch so ganz elementar die Technik erläutern und vielleicht so als zweites, was ist letztendlich so der Gegenwert, den ich habe, wenn ich eben einen Bitcoin besitze oder ein Ether oder was auch immer? Bevor Alex antwortet, Alex, ich will überhaupt nicht das Wort wegnehmen, ne? Aber wir haben ja auch mal angefangen mit Muscheln, wo wir gesagt haben, wir einigen uns alle darauf, dass wir hier Wert zwischenspeichern können, um nicht das Hähnchen gegen den Käse zu tauschen, wenn ich aber gar kein Hähnchen oder gar kein Käse will. Ja? Und ich meine schon allein dadurch als irgendetwas, dem wir Wert verleihen und sagen, wir einigen uns darauf, dass wir das als Bezahlsystem verwenden, ja, muss ja nicht mal einen Klumpen Gold dagegen stehen. Und auch Gold hat Wert, weil wir Gold cool finden und nicht, weil Gold an sich vom lieben Gott mit einem Wert X beschenkt worden ist. Nur mal so als Gedanke zu sehen. Gold hat keinen Wert, weil wir das cool finden, sondern halt Gold hat Wert, weil es im zwischenstaatlichen Handel das ultimative Zahlungsmittel ist. Und genau dann, wenn nämlich alles andere nicht mehr akzeptiert wird. Und das ist auch der Grund natürlich, warum zum Beispiel in Kriegszeiten, ja, Gold gab ich für Eisen. Genau das ist der springende Punkt. Aber auf das hat man sich ja auch geeinigt. Man hätte ja auch sagen können, das ist nicht Gold, sondern irgendwas anderes, was wir da lernen. Warum sollte man sich auf Bitcoin einigen oder auf irgendeine? Also solange wir uns nicht einigen können, das ist genau mein Problem daran. Wenn wir als Staaten beschließen, alle setzen sich zusammen und beschließen, so, also wir machen jetzt die und die Währung, das wird jetzt die Weltwährung, die digitale, alle hopp, dahin. Ja? Liebend gerne, sofort, auf der Stelle. Aber doch nicht 35.000 Stück und jeder köchelt sein eigenes Süppchen. So. Naja, wir haben ja auch 35.000 verschiedene Unternehmen, die alle ihr eigenes Süppchen köcheln und alle Lösungen für verschiedene Probleme an. Ja, aber nicht jeder Coin ist dafür da, um zu bezahlen. Nicht jeder Coin ist eine Währung. Die allerwenigsten haben den Use Case Währung. Es gibt nur ganz wenige Krypto-Coins, die das als Use Case haben. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, Zentralisierung ist ja genau das, was da nicht gewollt wird. Wir wollen nicht eine zentrale Machtstelle, die sagt, wir regeln alles, sondern Power back to the people. Deswegen. Ja, ich liebe die Anarchie, aber sie möchte bitte regulieren. Ich liebe die Anarchie. Alex, ich halte jetzt meine Klappe, du warst dran, entschuldige bitte. Also ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist eben dieses Vertrauen. Ne? Also genauso wie du irgendwie Vertrauen in andere Werte hast, ja, sei es jetzt Gold, Aktien, Unternehmen oder keine Ahnung was. Ne? Ich meine, das basiert erstmal darauf, dass du natürlich auch ein Verständnis davon hast, aber eben letztendlich dann auch wie bei Währungen auf Vertrauen. Ich meine, seitdem eine Währung vom Gold entkoppelt ist, basiert es ja definitiv auf nichts anderem mehr. Und deswegen ist das beim Bitcoin nicht anders, meiner Meinung nach. Ne? Das basiert eben auch auf Vertrauen. Wenn ich das Vertrauen habe, dass ich immer für meinen Bitcoin etwas bekomme, dann reicht mir das. Ja, dann muss ich nicht verstehen, wie das funktioniert. Wenn das 20 Jahre lang gut gegangen ist, so, dann ist das okay. Was man vielleicht dazu sagen muss, ist, ich meine, aktuell haben wir in der kompletten Kryptowelt stecken ungefähr 2 Trillionen Euro. Davon stecken ungefähr 1 Trillion in Bitcoin. Das mal irgendwie Punkt 1, das finde ich einfach, ist eine krasse Zahl dafür, dass das nicht von irgendeinem Staat reguliert ist oder sonst irgendwie quasi auf den Markt gekommen ist über einen Staat. Kurzer Einschub, das war jetzt wahrscheinlich vom Englischen ins Deutsche fehlerhaft übersetzt, ne? Weil die Trillion ist ja eine Billion auf Deutsch, genau. Weil eine Trillion ja. Dollar, das wäre ein bisschen viel. Ja, ja, genau, sorry. Ich lese immer alles auf Englisch und dann... Ja, ja, gar kein Thema. Das ist ja nur für die Zuschauer, damit das einordnen können. Also wir sind bei einer Marktkapitalisierung von über 1 Billion Dollar. Genau. Ja, ja, genau. Danke dir. Das war Punkt 1. Und Punkt 2 ist, und das spielt jetzt quasi in Richtung Vertrauen, ich kenne außerhalb des Bitcoins kein System, das irgendwie 12 Jahre lang nicht gehackt wurde. Also in der IT ist es so, dass immer wenn es irgendwie Werte gibt, die man da, also sei es jetzt Unternehmensgeschichten, ja, wo es irgendwie darum geht, dass man über Spionage irgendwie an Wissen, Geld oder weiß auch immer kommt, seien es jetzt Banken, ja, ich meine, das bleibt halt oft unter Verschluss, aber wenn man halt als Entwickler mit Leuten oder auch mit Anwälten redet, dann merkt man erst, was da alles auch mal schiefgehen kann.
Und das passiert. Ich meine, das sind halt Systeme, die sind entwickelt worden vor 30 Jahren. Also unser Bankensystem vor allem ist so ungefähr IT von vor 30 Jahren. Und da gibt es halt Probleme, die werden mal wieder ausgenutzt. Kommt erstmal keine mit. Ist okay. So. Aber generell, IT-Systeme sind meistens nicht sicher. Ne? Also ich meine, ein IT-System zu bauen, was wirklich sicher ist, ist meistens fast ein Ding der Unmöglichkeit oder kostet unendlich viel Geld. So, Bitcoin ist seit 12 Jahren, seitdem es quasi da ist, ist das nicht gehackt worden. Und das an sich ist quasi schon eine total vertrauensbildende Maßnahme, was quasi in Richtung Bitcoin geht. Also zumindest jetzt von den Leuten, die quasi in der IT unterwegs sind, weil davor, also alles, was davor quasi immer wieder mal gegeben oder was wir quasi immer wieder mal auch hatten, das hat einfach diesen Test der Zeit nie bestanden. Das ist immer so, dass dann irgendwelche Fehler gefunden wurden, irgendwelche Lücken gefunden wurden, das ausgenutzt wurde. Und ich meine, das Letzte, was ich will, ist, dass wenn ich ein Bankkonto habe und da 1.000 Euro drauf sind, dass irgendjemand kommen kann und mir irgendwie die Hälfte davon wegnehmen, ohne dass ich da einwillige. So. Und um auf deine Frage vielleicht nochmal zu antworten, du hast ja gemeint, ja, wir können das jetzt nicht verstehen. Ja, wir können das jetzt wahrscheinlich nicht sinnvoll erklären. Aber die einfachste Erklärung, die ich bisher gefunden habe, ist, wenn du dir einfach vorstellst, und die Annette ist ja schon so ein bisschen in diese Richtung gegangen, du hast halt ein Buch, wo du alle Transaktionen reinschreibst. Ne? Also von Tag 1, du gibst den ersten Bitcoin raus und schreibst für den seine komplette Historie auf. Tag 2, du gibst den nächsten raus, schreibst die komplette Historie mit. So. Und das machst du jetzt aber über die komplette Welt verteilt und jeder, der möchte, kann sich dieses Transaktionsbuch runterladen, ja, und hat das dann auch auf seinem Rechner und sorgt somit quasi insgesamt für die Sicherheit, dass halt keiner bescheißen kann, weil dann nämlich 100 andere Leute, die auch das Buch haben, nachgucken können und sagen können, hör mal, das ist aber gar nicht so. Mhm. Und dich dann ausschließen, ja, und sagen, hey, dein Buch ist falsch, du hast hier nichts zu suchen, du gehst raus. So. Und was quasi Bitcoin geschafft hat, in Anführungszeichen, ist dieses Set an Regeln, ja, das quasi definiert, wer darf denn Transaktionen hinzufügen in dieses Buch? Wie synchronisieren wir das über alle unsere Bücher, sodass da nichts schief geht? Woher weiß ich, wie viel Bitcoin Louis auf seinem Wallet hat? Wie verhindere ich, dass Louis, wenn er einen Bitcoin hat, nicht zufällig 2 ausgibt? Diese Sachen, das ist das, was quasi in Bitcoin und dann in der dahinterliegenden Technologie Blockchain quasi gelöst wurde und womit das Ganze gestartet hat. So, und das ist quasi die Basis, von der jetzt sich alles weiterentwickelt. Und das war aber letztendlich auch nur der Anfang des Ganzen. Ne? Ich meine, die Eva hat ja vorhin schon gesagt, es geht gar nicht so sehr um Währung. Bitcoin, da geht es noch um Währung, ja. Aber bei den meisten anderen Projekten geht es heutzutage um ganz andere Use Cases. Ja. Da geht es um Supply Chain, um irgendwelche Verifizierungsverfahren. Es geht um, ich sag mal, dass irgendwie, ich gehe jetzt nicht so weit ins Detail, aber ich wollte mal ganz kurz einen Abriss geben, so, hey, was ist eigentlich Blockchain, was machen wir da eigentlich? Und dadurch, dass du quasi dieses weltweite Netzwerk hast, dass jeder mitmachen kann, jeder sich dieses Buch auch angucken kann, jeder auch alle Transaktionen angucken kann, dadurch entsteht halt Sicherheit ein Stück weit. Ne? Also ich meine, wenn du bei deiner Bank alles nachgucken könntest, was die so treiben mit deinem Geld auch, dann würdest du denen vielleicht mehr vertrauen. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ja, je nachdem, was du dann finden würdest. Aber das war sozusagen dieser Start, ne, dass man gesagt hat, so hey, dass man quasi am Anfang sagt, hey, wir wollen halt ein System, dem alle vertrauen können, und das kriegen wir nur hin, indem wir einfach zu 100% transparent sind in allem, was da passiert. Mhm. So, das ist so ein bisschen die Value Proposition. Ja. Vincent, war das extra? Yes. Ja, genau. Kurze Frage zu dem Hack. Also das trifft natürlich für Bitcoin an sich zu, aber es gibt ja durchaus gehackte Plattformen, wo Leute auch schon sehr viel Geld verloren haben. Das ist natürlich deren eigene Schuld. Das ist gar nicht die Frage. Aber es geht ja darum, der Kleinanleger hat vielleicht gar nicht im Moment noch nicht die Ahnung, um damit umzugehen. Und am Ende ist das Geld doch weg, auch wenn Bitcoin selber vielleicht noch nicht gehackt wurde. Das wollte ich nur mal anmerken. Ja, gibt es da vielleicht noch einen Kommentar vom Experten dazu, eben auch für die Leute, wie sie sich besser schützen können, natürlich runter von der Plattform, in irgendwelche Wallets schieben, aber da hört es dann auch für viele schon auf, die wollen die Bitcoin-Hochzeit da mittanzen, aber das Ding dann oder die Dinger sicher in Anführungsstrichen aufzubewahren, ist dann schon wieder zu schwierig und das sehe ich dann schon als kritisch an, dass man doch ein bisschen Ahnung von dem ganzen Kram haben muss. Wie seht ihr das? Also zunächst mal definitiv und deswegen glaube ich auch, also das ist noch nicht so zugänglich, würde ich sofort unterschreiben. Es wird immer zugänglicher, es wird immer einfacher, Bitcoins zu kaufen, also kein Vergleich vor 3 Jahren, noch weniger ein Vergleich vor 6 Jahren.
Wir sind quasi so, wenn du das mit dem Internet vergleichst, ne, wir kaufen uns jetzt alle ein Modem und dann warten wir, und wenn du telefonierst, dann kannst du nicht gleichzeitig im Internet sein. So die Phase haben wir gerade. Und deswegen ist das halt alles noch nicht so super zugänglich, aber man arbeitet halt mit Hochdruck daran. Und generell, was ich den Leuten mitgeben kann, die, ich sag mal, Bedenken haben, es gibt eine Handvoll Börsen, die gibt es so seit, ich sag mal, 9 bis 10 Jahren, könnt ihr mal googeln. Und diese Börsen haben tatsächlich Kunden auch gerefundet. Also sprich, wenn irgendwas schiefgegangen ist, sorry, Englisch, ich übersetze es gleich, die haben denen das Geld zurückgezahlt. Also wenn quasi irgendwie ein Fehler aufgetreten ist auf der Seite der Börse, dann haben die gesagt, hey, sorry, kriegst dein Geld zurück. Und es ist sogar so, gerade in den letzten Jahren, auch wenn es Hacks gab, also wenn wirklich signifikante Mengen Kryptowährungen gehackt und geklaut wurden, haben die Börsen das zurückgezahlt. Nicht alle, ja, natürlich nicht alle, aber deswegen, wenn man quasi bei einer etablierten Börse jetzt einfach anfängt, die es halt seit 10 Jahren gibt, ich meine, die drucken Geld, die verdienen Transaktionsgebühren und die machen das seit 10 Jahren super erfolgreich. Also von daher würde ich behaupten, dass es heutzutage, vor allem wenn man jetzt, um mal einfach eine Zahl in den Raum zu werfen, also wenn man irgendwie unter 100.000 Euro investiert, was wahrscheinlich für die meisten zutrifft, dann ist das etwas, wo auch die Börsen letztendlich, falls irgendwas passieren sollte, mittlerweile auch mit Versicherungen und Co. das Geld dann zurückzahlen. Und das ist, wie gesagt, auch schon nachweislich passiert in der Vergangenheit. Von daher glaube ich, heutzutage gibt es da wenig Grund zumindest, ja, dass da das Geld verschwindet. Was natürlich nach wie vor passieren kann, ist, dass ich irgendeinen Blödsinn kaufe, irgendeinen Blödsinn trade, dass ich die Plattform nicht verstehe. Ich meine, das sind alles noch weitere Themen, die dann dazukommen. Aber auch da gibt es quasi mittlerweile schon Startups, auch aus Österreich zum Beispiel oder auch aus Deutschland, ja, die das wirklich super simpel machen. Ne? Hier, Postident, verifizier dich. Hier, gib mir deinen Euro-Account. Hier kannst du irgendwie 1.000 Euro aufladen und direkt Bitcoin kaufen. Du musst dich quasi um nichts kümmern. Und das ist alles wirklich super, super simpel. Da sind dann die Transaktionsgebühren ein bisschen höher. Ich schmeiße ja dazu direkt mal eine erste Frage rein, die genau auf diese beiden zielt. Es wird gefragt, ich habe eine Frage zu den Börsen zwischen Bitwala und Bitpanda. Also Bitwala ist ein Berliner Startup, Bitpanda ist ein österreichisches Startup in genau diesem Bereich. Mega, mega easy, beide. Und es wird gefragt, welches mehr zu empfehlen. Kannst du dazu irgendwas sagen? Also ich kann dazu nichts sagen, aber wenn ich das beantworten müsste, dann würde ich jetzt googeln Bitwala, Bitpanda Transaktionsgebühren. Und dann würde irgendwas kommen und dann würde ich die nehmen, wo die Transaktionsgebühren kleiner sind. Dazu vielleicht auch noch ein Hinweis. Bitwala hat ein sehr eingeschränktes Krypto-Coin-Portfolio, weil die sagen, wir wollen es ganz einfach halten für unsere Leute. Wir wollen die nicht verwirren mit ganz vielen Coins. Wir wollen nur das hier anbieten, was wir unserer Oma auch geben würden. Ja, bei Bitpanda sind deutlich mehr Coins. Ja, einfach ne, so ein bisschen... um das ab, aber beides super einfache und ihr müsst euch überall mit eurem Ausweis verifizieren. Es gibt einen ganz normalen KYC-Prozess und ich denke auch die Gebühren sind ein guter Hinweis. Ja, und um mal auch da quasi meine Vorstellung davon zu geben, also die Gebühren auf solchen sehr, sehr einfachen Plattformen sind so Faktor, ich sag mal, 8 bis 10 höher als auf einer größeren Börse, aber man muss sich dann eben auch damit beschäftigen und wir reden halt hier von, ich sag mal, 0,16 bis 0,1%. Also es ist immer noch überschaubar, ja, aber man zahlt das halt pro Transaktion. Deswegen sollte man sich halt das einfach angucken. Die passen die auch ständig an. Also es ist auch nicht so, dass man sagen kann, ja, jetzt mit Panda bis in alle Ewigkeit. Die passen ihre Gebühren natürlich auch immer wieder an. Aber wie gesagt, das sind so die ersten Schritte in Richtung Adaption. Ne? Das sind so die ersten Schritte, die es dann auch vielleicht einer breiteren Masse möglich machen zu investieren. Wo es, ich sag mal, einfach ist, da reinzukommen und dieser ganze Prozess einfach noch überschaubar ist. Also so viel vielleicht mal zu deiner Frage, Vincent, mit wie sicher ist das Ganze und so weiter. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel passiert und viele Stories, die man heute so hört, die sind einfach schon 2, 3 Jahre alt und einfach nicht mehr aktuell und auch nicht mehr anwendbar. Alex, um da nochmal aufzugreifen, weil du ja selber gesagt hast, die meisten Coins verfolgen ja gar nicht das Ziel, einer Währung oder eines Austauschmediums zu sein, sondern das kenne ich dann tatsächlich auch aus dem beruflichen Umfeld, industrielle Anwendungen, die dahinter stecken, das ist ja geschenkt. Aber dann ist doch die Frage, was erwirbt denn dann letztendlich jemand, ein Anleger, eine Privatperson, die dann sich beispielsweise solch entsprechenden Coins
kauft, heißt ja dann im Umkehrschluss, er spekuliert darauf, dass das dann zum Beispiel später wertvoll wird, dieser Coin, weil der sich dann durchsetzt, um beispielsweise bestimmte Dokumentationen in Lieferketten abzubilden und sich dann beispielsweise als Standard etabliert und daher dann diese Signatur an Wert gewinnt, finde ich irgendwie als Investment Case oder mal sozusagen irgendwie ein bisschen seltsam. Genau. Also tatsächlich ist es so, dass die meisten Supply Chain Use Cases, die es heutzutage gibt, eben gar nicht öffentlich sind. Also da hat man quasi die Technik genommen, sie bei seinem Unternehmen mit anderen Unternehmen zusammen, also oft ein Konsortium wird dann gebildet, eben eingeführt, weil es dann eben nicht darum geht, dass es dort einen Coin unbedingt gibt, der dann irgendwie einen Wert gewinnt, sondern der Use Case einfach ein anderer ist. Und ich brauche eben die Sicherheit und ich möchte dieses Vertrauensproblem gelöst haben, weil das einfach so der Kernaspekt der Technologie ist. Ich habe ein Vertrauensproblem, wenn ich dir irgendwas gebe und dich nicht kenne, dass das irgendwie einen Wert hat und du natürlich genauso. Und die Blockchain-Technologie hat quasi dieses Vertrauensproblem gelöst, ja, also aus technischer Sicht jetzt. Und in der Supply Chain habe ich genau das. Ich habe ein Vertrauensproblem zwischen allen Partnern, das ich heutzutage mit Verträgen regel. Und was halt viel angenehmer wäre, wenn wir uns quasi alle gemeinsam, alle, die in dieser Supply Chain-Kette sind, auf eine Basis quasi einigen, ja, der wir quasi alle vertrauen und wo wir auch alle reingucken können, was da passiert. Also eine unabhängige Partei, wenn du so willst, über die das dann läuft. Aber das ist dann oft nicht an Coins gekoppelt. Also nicht an etwas, was du, ich sag mal, öffentlich traden kannst. Ich mache mal ein anderes Beispiel, um das vielleicht mal besser greifbarer zu machen. Ne? Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung oder generell Blockchain-Projekt, das es halt aktuell gibt, bildet ein Ökosystem. Also ich kann quasi Computerprogramme auf dieser Blockchain laufen lassen, dezentral, und ich muss quasi keine eigene Infrastruktur haben. So. Und was darauf zum Beispiel entwickelt wurde, sind sogenannte dezentrale Börsen. Also das, was heutzutage die Xetra irgendwie macht, wo sie quasi die Hand drauf haben und das alle selber auch kontrollieren, das hat jemand quasi als dezentrale Applikation entwickelt, mit der ich alle möglichen Coins und Tokens traden kann. So. Da kommen unendlich viele technische Probleme auf einen zu, wenn man das machen möchte. Aber der Punkt ist, ich muss irgendwie sicherstellen, dass auf dieser Ethereum-Blockchain, wo das alles ausgeführt wird, entstehen ja Kosten. Also jemand, der an diesem Netzwerk partizipiert, der weiß oft gar nicht, was für Code am Ende da quasi bei ihm auf dem Rechner läuft und was er eigentlich da mitmacht, sondern er sagt, hey, Ethereum finde ich cool, ich schließe mich bei dem Netzwerk an und wenn jemand quasi irgendeine Transaktion da reingibt, also sprich irgendwas traden möchte auf dieser Plattform oder einfach Ethereum von A nach B schieben möchte, dann muss das jemand validieren. Dann muss jemand sagen, was ich vorhin gesagt habe, ne, checken, hast du genommen Ethereum, was soll damit überhaupt passieren, was muss berechnet werden, bla 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 bla, so. Das ist ja alles Aufwand, das ist ja Strom, das ist Energie und so weiter. Ne? So. Und das muss bezahlt werden. Und dafür brauche ich den Coin. Das stellt quasi die Sicherheit in diesem Netzwerk sicher. Ja? Das ist ein blöder Satz, aber ich muss halt irgendwie dafür sorgen, dass nicht jemand kommt und einfach eine Trillion Transaktionen durchführt, ja, die alle irgendwie Schwachsinn sind und dadurch das ganze Netzwerk kaputt macht. Und dafür sind diese Mechanismen. Dafür brauche ich den Coin. Und da ist es dann quasi so, ich gehe dann davon aus, dass zum Beispiel dieses Ökosystem wächst, ja, dass irgendwie da jemand eine dezentrale Börse drauf baut, dass irgendjemand anders vielleicht doch noch mit einer Supply Chain-Lösung um die Ecke kommt, die auch da drauf laufen lässt. Also darum geht es dann eher, ne, dass du wirklich einen Anwendungsfall hast, dass Leute das nutzen und aufgrund dieser Tatsache, dass Leute das nutzen wollen, sich überhaupt erst da investieren, da reinkaufen und so weiter. Ne. Kannst du dir auch vorstellen, wie schwer es ein bisschen, ne? Wenn du heute irgendwie Shares in einem Unternehmen kaufst, machst du das ja auch, weil du sagst, hey, das Unternehmen, das ist stabil, das wird weiter wachsen und so weiter. So ähnlich ist das bei den Nicht-Währungen, ja, also wo es da wirklich auch Use Cases dahinter gibt, wie eben, ich stelle dir einen Computer zur Verfügung, ich stelle dir Rechenleistung zur Verfügung, dass du da in die Richtung quasi gehst und da antizipierst, dass dieses Netzwerk halt wächst und dadurch die Anfrage wächst und damit auch der Wert. Das hört sich für mich wie eine selbsternährende Krake an. Also ich mache was, um was zu machen und deswegen mache ich es. Hä? Finde ich total, verstehe ich, also ich hab versucht dir wirklich, ich habe dir zugehört, aber ich verstehe nichts. Nee, es hat sich so ein bisschen wie so eine Zeichnung von Escher angehört. Oder so. Du kannst das ja,
Ja, wunderbar. also, ich habe ja nichts. Also, mein Sohn hat mir letzte Woche erzählt, es gibt auch einen Kunst-Blockchain-Markt. Ja? Und da wurde ein Kunstwerk verkauft, bestehend aus einem Bit irgendwas. Und das ist gehandelt worden für 1 Million. So, und dann denke ich mir, was soll das? Um was geht es hier? Was will ich mit einem Pixel? Nein, Quatsch, kein Bit, sondern ein Pixel. Das wäre also ein Pixel und das ist dann 1 Million. Wird von A nach B verschoben. Ich weiß gar nicht, wie viele Pixel ich in meinem... Na, Annette Beuys hat fetten Fettfleck in die Ecke gemacht. Was soll das? Das ist nein, aber ein Pixel ist ein Pixel. Ja, aber letzten Endes sind das die Fettfleck, NFT. Der Beuys gemacht hat, da steht drauf, ich bin von Beuys. Ein Pixel ist ein Pixel. Da steht ja, mit drauf. Aber diese Kunstwerke sind quasi eindeutige, einer Person zuordnenbare Assets, die nicht kopiert werden können, die nicht gefälscht werden können, an denen man Besitz quasi erlangt. Und die haben einen unglaublichen Sammlerwert. Die erste Anwendung waren damals die Crypto-Kitties und jetzt inzwischen gibt es unglaublich viele witzige, coole Sachen. Und es soll auch zum Beispiel für Künstler einen Markt geschaffen werden, dass die ihre Musikrechte, ja, so ähnlich wie GEMA quasi darüber machen. Ja, ein Pixel, das ist jetzt ein Anwendungsfall, darüber kann man vielleicht sich austauschen, aber grundsätzlich der Gedanke, der dahinter steht, ist mega cool, weil du einfach die Verfügungsrechtfrage darüber gut klären kannst. Natürlich. Und ich meine, solche Sachen wie ein digitales Register, ja, oder ein Kataster, das eben rechtssichere Einträge von irgendwelchen Sachen, dafür ist das Thema ja ganz hervorragend geeignet, ja. So verteilte Datenbanken, die im Prinzip durch. Wie bitte? Grundbücher. Ja, genau, Grundbücher, ja, mit einem nicht knackbaren Regelwerk, ja, das oder nicht verfälschbaren Regelwerk, natürlich. Nur, wo mir halt dann der Sinn abgeht, ist, warum soll ein Anteil an einer Signatur, an so einem Regelwerk, was ist da der Gegenwert von? Ja? Und da sind wir wieder bei dem Ursprungsthema, was ich gesagt habe, bei allen anderen Vermögenswerten verstehe ich irgendwo, wo ich einen Gegenwert habe. Jetzt kann man sicherlich beim Pixel drüber streiten, da sind wir ja bei der Kunst. Ja, ich kann bei einer Anleihe, da habe ich eben ein Cashflow, bei dem Unternehmer habe ich ein Businessmodell. Wenn es nicht ausschüttet, habe ich einen Anteilsschein, das heißt, ich habe konkrete Anteile an dieser juristischen Person, an der Immobilie habe ich auch etwas, was ich anfassen kann, ne? Also wo ich auch entsprechend eine Gegenbuchung habe. Ja? Und bei Whisky, Sammlerwert und zur Not kann ich mir den auch reinschrauben und habe dann auch noch einen Konsumnutzen. Ja? Und da fehlt mir echt so irgendwie diese Brücke, was ist genau der Gegenwert, den mir eben so ein Coin oder eine Signatur eben bietet. Weil ich meine, eins, denke ich, ist vermutlich auch klar. Ich habe mir in Vorbereitung nochmal auf die Sendung nochmal so einen kurzen Aufsatz gelesen von der Linda Pelzmann, das ist im deutschsprachigen Raum eine, die sich sehr viel mit so massenpsychologischen Prozessen beschäftigt hat, mit Behavioral Finance. Und die so ein bisschen aufgedröselt hat, wie solche Prozesse eben entstehen. Wenn es so Strukturbrüche gibt, dann verschieben sich so Paradigmen. Das ist ja klassisch, also wenn man das liest, diesen Aufsatz, und der ist von 2002, ja, da kann man sagen, oh, super, eine Blaupause, wie es jetzt genau läuft. Läuft natürlich auch beispielsweise Immobilienmarkt oder Aktienmarkt, ist natürlich 1000 Beispiele, aber genau hier ist dieser Fall. Ich habe hier einen Strukturbruch, ja, mit einer technischen Innovation, die sich dann rumspricht. Es gibt Insider, ohne Frage, ja, und dann gibt es nach und nach, nennt sich das so ein kumulativer Prozess. Das heißt, viele Leute gucken eben irgendwann so, naja, ich habe so eine No-Data-Situation, weil ich eben keine historischen Rückgriffe habe auf Vergleichswerte, ja, auf entsprechende Exempel. Und woran orientiere ich mich dann? An anderen. Und dann komme ich natürlich in so eine Spirale, was dann natürlich, egal ob am Aktienmarkt oder jetzt eben bei gewissen Währungen, eben den Preis in die Höhe treibt. Und also für mich persönlich steht schon fest, dass wir zum Teil die Preise eben über solche Effekte zu erklären sind. Eben vor allem, weil vermutlich ein Großteil der Anleger gar nicht so richtig weiß, wie das funktioniert und genau das macht, orientiert sich wieder, der Nachbar macht das, also mache ich das auch oder es steht in irgendwelchen Zeitschriften oder ich bekomme irgendwelche Werbung. Ja, also
Alex, ich würde auch mal, also ich glaube, es ist mega cool, dass wir hier so diskutieren. Ich würde allerdings auch mal so ein paar Fragen aus unserer Zuschauerregion mit reinnehmen. Die häufen und häufen sich da so ein bisschen. Und die erste ist jetzt einmal nochmal schnell an Luis. Du hast gesagt, bei dir fehlt bei Krypto der Gegenwert. Wo siehst du denn den Gegenwert bei reinen Geldwerten? Das ist doch eigentlich auch nur Papier oder eine Zahl auf dem Kontoauszug. Wir hören dich, glaube ich, nicht, Luis. Korrekt, ich war noch auf stumm. Vordergründig stimmt das, aber bei reinem Geld, solange wir eben in einem öffentlich-rechtlichen System leben, was Steuer erhebt, ist das eben das finale Steuertilgungsmittel. Und daraus die ganze Annahme von Geld, ja, also von dem, vom Fiat, ja, um mal in der Sprache zu bleiben, resultiert ja einzig und allein daraus. Da gibt es auch einen schönen Aufsatz von der Zentralbank hier von St. Louis. Ja, von der, aus dem FED-System, die genau das sagen, weil Fiat-Geld hat die einzige Aufgabe, Schuldverhältnisse endgültig zum Erliegen zu bringen. Und das ist der finale Wert. Da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten mit Inflation und Entwertung und Preisindizes und ob ich dann in 10 Jahren noch dasselbe für bekomme. Aber das ist ja letztendlich eine Wertentwicklung und der eigentliche Kern dieses Geldwerts in letzter Instanz, ja, das, was ich eben an Bargeld habe, ist eben das, was ich eben zum Finanzamt tragen kann und damit meine Steuerschulden oder andere Schulden dann eben auch zum Erliegen bringen kann. Und diese Fähigkeit, weil wir eben in einem öffentlich-rechtlichen, letztendlich Zwangssystem leben, hat keinen anderer Vermögenswert. Ich kann eben nicht ein Stück Immobilie hingehen und sagen, ich tilge damit. Ja? Ich kann die Immobilie verkaufen und dann von dem Gelderlös. Warte ab, bis unsere Immobilienzwangsabgaben kommen, als Sondersteuern oder so. Aber gut, auch das wird nicht in Stück von Immobilien, nicht in einem Stückchen Stein, sondern auch in Form von Fiat-Währungen bezahlt. Dann Alex, ich husche mal weiter. Welche gute und sichere Wallet kannst du empfehlen? Also bei den, es gibt ja so unterschiedliche Sachen, sage ich mal. Es gibt die Hardware-Wallets, da ist auf jeden Fall Ledger und Trezor ganz gut. Die gibt es einfach schon relativ lange. Bei Ledger muss man vielleicht dazu sagen, die haben letztens irgendwann mal ihre ganzen Daten irgendwie, wurden da gehackt und deswegen bekommen jetzt ganz viele Leute, die mal einen Ledger gekauft haben, lustige E-Mails. Da nicht drauf reinfallen, da muss man aufpassen. Aber nichtsdestotrotz, die ganzen Kryptowährungen, die man da gespeichert hat, die sind safe. Man muss sich nur Gedanken darüber machen, über wie viel Geld man da letztendlich redet, weil das Ganze einzurichten und sich darum zu kümmern, ist einfach ein bisschen aufwendig und, wie vorhin schon angedeutet, Internet-Modem-Time. Das ist einfach nicht so ganz straightforward. Es gibt unzählige Leute, die damit Probleme haben. Das ist einfach noch nicht so einfach wie das, was man sonst gewohnt ist. Da sind wir noch auf dem Weg. Das ist quasi Hardware-Wallet, also das ist dann wirklich so USB-Stick quasi, die man dann irgendwo hinstecken kann. Ansonsten, wie gesagt, meine Empfehlung ist, wenn man jetzt, ich sag mal, kleinere Beträge hat, kann man die aktuell zumindest fast getrost auf der Börse liegen lassen. Da sind sie vielleicht auch sicherer sogar, wenn man da quasi von dem ganzen Interface ein bisschen auch abgeholt ist und einen Support hat. Also das ist vielleicht nochmal so ein ganz wichtiges Thema. Wenn ihr irgendwie in Kryptowährungen investiert und euer Geld nicht auf Börsen habt, sondern wo auch immer, dann habt ihr keinen Support, ihr könnt niemanden anrufen. Wenn ihr euren Schlüssel oder eure Kombination nicht mehr habt, dann hat die auch keiner und dann ist es weg. Alex saß nachts auch schon mit mir vor meinem Rechner, als ich meine Private Keys gesucht habe. Irgendwo hier müssen sie doch sein. Und nicht jeder hat das Glück, einen Alex anrufen zu können. Ne? Dann wird noch gefragt, kann man für einzelne Kryptowährungen nachlesen, wie viel Strom sie verbrauchen? Nee, weil das Thema ist einfach, also Bitcoin hat eben dieses, ich sag mal, eher uncoole System, dass es eben so aufgebaut ist, dass desto mehr Leute da mitmachen, desto mehr Strom verbraucht das. Die neueren Kryptowährungen haben das eigentlich so nicht mehr. Da reicht es quasi einfach, seinen Rechner, den man eh zum Arbeiten hat, auch zu nutzen. Also da ist es einfach nicht mehr so stromintensiv und schon gar nicht auch so hardwareintensiv. Von daher, das kann man nicht tracken. Ne? Also das, man weiß zwar ungefähr, wie viele Leute da drin sind, aber dann hängst du da davon ab, was für einen Laptop hast du? Hast du einen Laptop oder einen Rechner oder was auch immer? Also das kann keiner 1:1 münzen. Bei Bitcoin wird das immer wieder versucht, auch mit hochzurechnen, aber da ist es einfach so, dass für Bitcoin eben spezialisierte Hardware verwendet wird und man ungefähr weiß, wie viel die braucht, um eine gewisse Leistung zu bringen. Und dann guckt man sich die Leistung an und sagt, ja, okay, ungefähr so viel Strom wird da wohl reinfließen.
Aber den anderen Kryptowährungen ist mir nicht bekannt, dass das irgendjemand mal versucht hat und ich wüsste auch nicht, wie das gehen soll. Ihr dürft gerne alle Mitfragen vorlesen oder fragen. Wie sieht es beim Kaufen, Halten und Verkaufen von Coins mit Steuern aus, wird gefragt. Ja, da wir natürlich keine Steuerberater sind, dürfen wir dazu nichts sagen. Aber es gibt wunderschöne Lösungen online, wie CryptoTags oder CoinGecko, die das wunderbar gelöst haben, auch für das deutsche Steuersystem, ich glaube auch Schweiz und Österreich. Also da kann man dann quasi sein ganzes Zeug importieren und bekommt ein Elster-Formular raus, was man einfach mit abgeben kann. Übrigens ein kleiner Einschub, weil das ist tatsächlich von der Besteuerung her meines Wissens identisch wie Fremdwährungen. Also wenn ich Euro habe und dann Coins kaufe, ist genau dasselbe, als ob ich Euro habe und dann Dollar kaufe oder Yen und dann irgendwann zurücktausche. Ne? Und ja, vielleicht für diejenigen, die tatsächlich so ein bisschen die Steuerwelle reiten, wenn zwischen, also wenn reiner Kauf und Verkauf, ja, und dazwischen liegt eben mindestens ein Jahr, dann ist das nach derzeitiger Rechtslage tatsächlich steuerfrei. Bei Gold übrigens ebenfalls. Ja. Vincent grinst. Dann hast du auch ein bisschen, also jetzt kommt hier eine Frage. Wann kommt der erste kompetente Krypto-Index? Das ist ja vielleicht auch was, wo du eine Ahnung hast, ne? Wie zum Beispiel alle die ETFs von BlackRock aufgrund der Entwicklung von Index wie Nasdaq, DAX, SMI und so weiter, sehe ich aufgrund der relativ jungen Geschichte der Kryptowährungen langfristig ein riesiges Potenzial. Kannst du das auch bestätigen, Alex? Das Risiko wird dadurch massiv minimiert. Und weiß einer von euch, wann der erste Krypto-Index kommt? Annettchen. Also wir haben ja im Moment hier zugelassen, ein paar EDNs heißen sie dann, aber das sind eigentlich Zertifikate auf einen einzelnen jeweils, also entweder auf Ethereum oder auf Bitcoin, ja, jeweils darauf Zertifikate. Prinzipiell, ein Index wäre ja noch was, wo ich mitgehen würde, dann könnte man es ja wenigstens verteilen über alle möglichen verschiedenen Kryptowährungen. Aber momentan halt bei uns hier in Deutschland erhältlich immer nur einzelne Zertifikate in ETN-Form. Und hier muss man wissen, dass die nicht dem Sondervermögen unterliegen. Also das ist eine andere Geschichte. Ja? Das ist nicht so wie bei ETFs. Und deswegen dürfen sie sich auch nicht Index, Krypto-Indizes oder sowas nennen, weil es halt nur auf eine Kryptowährung beruht. Ja? Und ein Index ist halt immer ein Korb aus mehreren Dingen. Von daher, nein. Und in den USA gibt es aber, glaube ich, schon erste tatsächliche Krypto-Körbe. Ich nenne es jetzt mal Körbe. Wann es nach Deutschland kommt, also wann es hier in unseren Raum kommt, wann wir es hier kaufen können. Das kann nicht mehr lang dauern. Ich denke, da kann ich helfen, weil das gibt es nämlich schon. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz. Da gibt es von der Swissquote Bank, das ist also der größte Online-Broker der Schweiz, sowas wie hier, die kommen direkt. Da gibt es den Multi-Crypto Active Index. Und der lässt sich auch, der hat auch eine eigene ISIN und lässt sich da ja auch handeln über die Börse. Bitte jetzt nicht fragen, wie der jetzt genau konstruiert ist. Also es gibt auf jeden Fall solche Indexprodukte. Ja, aber da gibt es dann auch wieder ein Zertifikat nur drauf. Da gibt es keinen ETF drauf. Ja, also es gibt keinen, also das, was wir unter ETFs verstehen und dann Indexfonds verstehen, gibt es für Kryptos hier noch nicht. So, und der Rest muss sowieso der Alex machen, mehr weiß ich nicht. Ja, ich könnte dazu vielleicht noch anmerken, das ist natürlich richtig, was jetzt die Kryptowährung an sich angeht, aber man kann natürlich, oder es gibt, glaube ich, ETFs oder Körbe, die auf kryptonahe Aktien abzielen. Also dann kann man natürlich, wenn man eher so der Aktientyp ist, wie ich zum Beispiel, ist für mich viel greifbarer als jetzt diese ganzen Kryptowährungen. Also kann man in Nvidia, AMD, was weiß ich, Tesla, MicroStrategy und alle die so Riot Blockchain und so weiter, die irgendwo im weiteren Sinne was mit Kryptowährung zu tun hat, sei es eben diese Prozessoren, Grafikkarten, was weiß ich, oder eben Tesla, was vorhin schon genannt wurde, dass man da ja mit Bitcoin zahlen kann, oder MicroStrategy, die irgendwie einen ganz, ganz viel großen Haufen jetzt Bitcoins gekauft haben.
Ja, und solche Körbe gibt es, glaube ich, schon, die dann als ETF da angeboten werden, wo man aber dann eben tatsächlich in Aktien und wo, da kann man das dann tatsächlich auch ETF nennen, ja, wenn man da diese zusätzliche Sicherheit haben will. Aber dann hängt man natürlich nicht direkt 1:1 an irgendeiner Kryptowährung oder an einem Korb von Kryptowährungen. Das muss auch klar sein. Aber die eine oder andere kryptonahe Währung hat ja in den letzten Jahren durchaus, Aktie hat natürlich in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark performt, wenn wir uns Tesla und AMD und Nvidia und sowas angucken, hat man vielleicht nicht ganz eine Bitcoin-Performance, aber dann doch etwas, was man vielleicht eher versteht und doch eine tolle Performance. Da gehe ich dann auch wieder mit. Das finde ich schon wieder total trendy, finde ich klasse. Also genau, ich habe tatsächlich keine Ahnung, was jetzt mit den ETFs passiert. Ich weiß nur, also ich meine, weil ich auch einfach direkt letztendlich in den Kryptowährungen investiert bin und mich da auch super wohlfühle und mich wahrscheinlich eher weniger wohlfühlen würde mit den ETFs. Aber das ist ja immer so ein bisschen Geschmackssache. Aber was auf jeden Fall der Fall ist, ne, desto mehr ETFs oder mehr quasi ETFs bekommen, was man da schon immer wieder halt sieht, ist, dass das Ganze einfach für ganz viel neues Geld auch in der ganzen, in diesem ganzen Umfeld halt sorgt. Ne? Weil dann ist es auf einmal verfügbar, andere Leute werden darauf aufmerksam. Jetzt 14. April, letzte Woche ist Coinbase an die Börse gegangen. Ich meine, sowas verursacht natürlich dann schon auch irgendwie seine Wellen und sorgt dann eben auch dafür, dass dann wieder neue Leute auf die Börsen kommen und so weiter. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, die sind halt verrückt. Also die haben irgendwie in diesem Jahr, im Januar, so viele Neuanmeldungen gehabt wie im kompletten letzten Jahr. Und das war schon 2017 so. Das heißt, das Wachstum ist da einfach, ja, einfach nicht greifbar aktuell. Ne? Das ist einfach, da kommen wieder so viele Leute rein. Natürlich jetzt nicht irgendwelche, ich sag mal, Leute, die sich dann 1000 Bitcoin kaufen. Ne? Also sondern eher so die Kleinanleger, würde ich behaupten. Aber da ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Zuwachs. Vor allem natürlich jetzt, wo auch die Preise wieder etwas mehr steigen als in den letzten Jahren, sage ich einfach mal. Genau. Dann wird nochmal gefragt, ob... Aber ist das dann nicht schon ein Kontraindikator, Alex? Du kannst tatsächlich... also nein, ist es nicht. Das Coole ist, bei den ganzen Blockchains kannst du wirklich alles angucken. Die Daten sind öffentlich. Also ich kann dir genau sagen, wie viele Bitcoin-Adressen es gibt, die über 1000 Bitcoin halten. So. Und ich kann dir auch sagen, ob diese 1000 Bitcoin auf einer Börse liegen oder nicht auf einer Börse. Und generell gilt quasi, wenn ich mein Geld auf der Börse halte, dann möchte ich es wahrscheinlich bald verkaufen. Und wenn ich es nicht auf der Börse halte, dann möchte ich es wahrscheinlich nicht bald verkaufen. Und da gibt es tatsächlich eine ziemlich gute Korrelation. Und aktuell ist einfach der Trend komplett umgekehrt. Also die Werte, also die Coins, die auf Börsen gehalten werden, die sinken seit einem Jahr, glaube ich sogar. Und wenn man sich dann quasi auch anguckt, was macht Smart Money, also was machen die Leute mit über 1000 Bitcoins, die sind quasi auch zunehmend weg von den Börsen. Das heißt aktuell, wenn man jetzt sich jetzt einfach nur diesen Indikator anguckt, mache ich mir erstmal noch keine Sorgen. Wenn sich da irgendwas umdreht, würde ich das zumindest auch sehen bei den Metriken, die ich eben angucke. Aber das finde ich ist halt irgendwie auch das Coole. Ne? Es ist wirklich alles öffentlich. Ich kann jeden möglichen Datensatz, der mich interessiert, kann ich mir da rausziehen. Und es gibt mittlerweile auch schon wirklich Unternehmen, die das auch aufbereiten. Also ich muss da nicht irgendwie anfangen zu programmieren, sondern ich melde mich an, zahle 20 Euro im Monat und bekomme diese Daten und bekomme diese Grafiken und muss halt natürlich wissen, was ich damit anfange, aber ich muss das jetzt nicht irgendwie selber aufbereiten. Sehr, sehr spannend. Es wird auch noch gefragt, ob Bitcoin das einzige System ist, das noch nicht gehackt wurde oder ob das für alle Kryptowährungen gilt. Und das ist für die Zuschauer ein bisschen verwirrend ist, wenn wir mal von Bitcoin und mal von Kryptowährungen reden. Also es gibt definitiv Kryptowährungen, die gehackt wurden und in Sankt-Nimmerleins, also die sind einfach verschwunden, sage ich mal. Ja, die sind nichts mehr wert. Die existieren irgendwie noch, weil das ganze System ist dezentral. Solange irgendeiner sein Transaktionsbuch noch hat, existiert dieses Ding de facto. Manche tote Blockchains werden halt genutzt, um irgendwelche Sachen zu testen, auszuprobieren, was weiß ich. Aber es ist definitiv so, dass es mehr als genug Kryptowährungen gibt, die gehackt wurden. Es gibt ja auch schon zigtausende. Und was man vielleicht da an der Stelle verstehen muss, ist, dass bei 99% dieser Blockchains oder dieser Kryptowährungen halt Bitcoin der Blueprint war. Also das ist, die Leute haben sich quasi das Regelset von Bitcoin genommen und haben gesagt, boah, aber der Stromverbrauch ist scheiße, deswegen ändern wir das. Ja? Und
daraus entsteht eine neue Kryptowährung, die dann halt zu 98% gleich ist vom Code wie eben Bitcoin. Und da schleichen sich dann eben auch Fehler ein. Und das ist halt einfach bei manchen Währungen passiert. Und dann gibt es vielleicht noch einen etwas populäreren Fall. Es gibt nämlich, wenn man sich anguckt, es gibt Ethereum und Ethereum Classic. Und das ist tatsächlich nicht ein, ja, doch kann man vielleicht auch als Hack bezeichnen, muss man vielleicht mal, also ich erkläre mal, was passiert ist und dann könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das seht. Was passiert war, ist, die haben damals quasi Geld gesammelt und wenn man quasi dabei sein wollte, ja, dann musste man eben Ethereum an eine bestimmte Adresse überweisen, also auf ein bestimmtes Konto, kann man sich so vorstellen. Und was die Jungs damals sich überlegt haben, ist halt, ne, wenn du halt sagst, du willst 2 Ethereum einzahlen, dann wird auf 2 Ethereum eingezogen. Aber sie wollten eben auch sicherstellen, dass Leute aussteigen können. Also haben sie quasi auch, ich sag mal, die Funktion angeboten, sein Geld wieder auszuzahlen. Und dabei haben sie den Fehler gemacht, dass sie das nicht beschränkt haben. Also sprich, du konntest einmal einzahlen, 50 Mal auszahlen. So. Und denen sind halt über Nacht 250 Millionen flöten gegangen. Und das würde ich jetzt nicht als Hack bezeichnen, weil das haben die implementiert. Also die Regel war halt so, die haben das halt nicht vernünftig getestet. Und was daraufhin passiert ist, ist, dass dann die ganze Community sich gespalten hat. Die einen gesagt haben, hey, wir haben das so implementiert, dumm gelaufen, aber wir machen natürlich jetzt so weiter. Und die anderen, die gesagt haben, ey, mir fehlen 250 Millionen, ich möchte die wieder zurückhaben. So. Und deswegen gibt es halt Ethereum. Und Ethereum ist quasi, der wurde zurückgespult in der Zeit. Ja? Und da hat man quasi wieder nochmal angefangen von bevor das passiert ist. Und daraus ist dann quasi eine neue Währung entstanden. Und also das ist vielleicht noch so eins der, ich sag mal, populäreren Beispiele. Und Ethereum ist ja die zweitgrößte Währung aktuell. Mit, keine Ahnung, wie vielen 100 Use Cases mittlerweile. Aber ansonsten, wie gesagt, es gibt zig Währungen, die gehackt wurden. Weil es ist halt, da wird programmiert, da entstehen Fehler. Wenn das nicht vernünftig getestet wird, dann findet das jemand und bereichert sich dadurch. Aber die meisten davon gibt es mittlerweile nicht mehr. Und das Ganze wird auch erwachsen. Also es gibt immer mehr vernünftige Audits. Es gibt tatsächlich mittlerweile Plattformen, wo man quasi weiß, okay, wenn ein Projekt über diese Plattform kommt, dann ist das quasi über einen vernünftigen Audit gelaufen und die haben auch einen, wie soll ich das sagen, also die haben quasi auch in der Vergangenheit die Projekte, die sie quasi da durchgelassen haben, die sind auch mittlerweile sehr, sehr erfolgreich. Ja, da gibt es keine Probleme, die sind nicht gehackt worden und so weiter. Also auch da entwickelt sich das, ne, weil einfach natürlich diese Frage total berechtigt ist und es auch immer mehr Leute gibt, die halt sagen, ja, okay, macht das jetzt Sinn? Ist das der nächste Shitcoin oder sollte ich jetzt hier wirklich mal Geld investieren? Ne? Also und darauf gibt es halt immer mehr Antworten, die auch immer vernünftiger werden, sage ich mal. Hier hatte noch einer geschrieben, also Litecoin ist ja auch eine relativ bekannte Kryptowährung, hatte geschrieben, der Ulrich, Litecoin wurde gehackt und hat nichts zurückgezahlt. Das war wahrscheinlich auf dieses, was wir vorhin hatten mit Zurückzahlen. Das war aber, glaube ich, eher auf die Börsen bezogen, was du meintest. Ja. Und kannst du was zu dem Litecoin-Hack sagen? Gab es den? Also ich kenne Litecoin, aber den Hack, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich nichts von gehört. Habe ich tatsächlich auch nicht mitbekommen, beziehungsweise nicht im Detail, sodass ich es jetzt erklären könnte. Kann aber sein. Also es ist jetzt nicht so, wie gesagt, es wurden mehr als genug Kryptowährungen gehackt. Manche davon gibt es auch noch. Das ist halt so ein bisschen die Frage, ne, wie sah der Hack genau aus? Aber selbst Ethereum, wo man ja auch sagen könnte, naja, das lief ja nicht ganz viel geplant, ist jetzt die zweitgrößte Währung mit keine Ahnung wie vielen Milliarden Marktkapitalisierung. Genau, aber das war auf die Börsen bezogen. Also die Börsen haben zurückgezahlt, wenn die Börsen gehackt wurden. Ja, aber wenn du quasi direkt die Kryptowährung hast und das gar nicht auf der Börse liegen hast, dann ist das halt was anderes. Alex, jetzt haben wir schon öfter angesprochen, dass nur wenige Kryptowährungen oder Kryptovermögenswerte gibt, die jetzt hier auch als Währung konzipiert sind. Welche sind denn das? So die drei großen, die wirklich originär als Währung konzipiert sind oder als Tauschmedium? Also definitiv Bitcoin, definitiv auch XRP, was quasi so der Bankencoin ist. Ne? Damit wollen die quasi ihre ganzen Geschäfte weltweit untereinander durchführen. Dann gibt es noch Stellar. Stellar wird quasi auch dafür benutzt, oder XLM ist die Abkürzung, quasi auch dafür benutzt, um eben in verschiedensten Währungen hin und her zu tauschen mit möglichst wenig Transaktionsgebühren. Also ich würde sagen, so aus heutiger Sicht die drei. Was war die zweite? Das habe ich nicht richtig verstanden. Ripple. Ach, okay. Ja, danke.
Und für die Endanwender, also Stellar und Ripple sind ja jetzt nichts, wo ich mit bezahlen gehe. Wenn ich meine Brötchen kaufen will, wo siehst du da so die spannendsten Cases? Also da gibt es natürlich noch Bitcoin Cash, wo man quasi auch wieder Bitcoin genommen hat, gesagt hat, boah, das ist doch irgendwie zu langsam. Und wenn wir mal irgendwie unser ganzes Finanzsystem darüber abwickeln wollen, dann müssen wir deutlich viel mehr Transaktionen dadurch bekommen. Und das war so ein bisschen dann die Geburt von Bitcoin Cash, was genau das quasi erfüllt und auch unter den Top 10 Kryptowährungen ist definitiv und auch definitiv Währung als Use Case hat, nicht etwas anderes. Hm. Ihr seht, wir sind jetzt schon 7 Minuten über unsere reguläre Talkzeit und ich habe das Gefühl, wir haben mal so ein bisschen angefangen, ganz oben zu kratzen. Ja, also wegen mir können wir gerne auch noch weitermachen und noch ein bisschen weiter Fragen beantworten. Ich weiß nicht, aus dem Publikum kam gerade schon wegen mir auch, Annette hat den nächsten Termin und muss scheinbar raus. Wie sieht es bei euch anderen aus? Habt ihr noch ein paar Minütchen oder? Ein paar Minütchen gerne. Wir können aber auch unabhängig davon, wenn das Interesse ist ja sehr, sehr groß, das Thema sehr aktuell. Ich finde es ja auch sehr interessant. Von daher können wir auch gerne nochmal einen zweiten Termin vereinbaren, wenn der Alex noch Lust haben sollte. Na, auf jeden Fall hat der Alex Lust, oder? Ja, wenn wir ihn verschreckt und verbissen haben. Halt. Können wir gerne machen. Wie oft, also können wir im Nachgang einfach klären, wann das dann passt. Ich will jetzt nicht jetzt in der großen Runde machen, aber wegen mir gerne. Super. Ich gebe auch noch mal einen kurzen Hinweis. In der nächsten Woche gibt es auch noch mal ein Live-Webinar mit Alex, was jetzt nicht nur so eine Frage-Antwort-Runde ist, sondern wo wir wirklich einfach noch mal so ein bisschen bei A anfangen und uns ein bisschen durch das Thema durcharbeiten. Auch das kann sehr, sehr gerne genutzt werden, um weiter in den Crypto-Space einzutauchen. Und Fragen einreichen für den zweiten Termin ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. Also schreibt dann einfach an uns alle, ja, gebt uns eure Fragen. Grundsätzlich ist der Finanztalk ja alle 8 Wochen. Dann nehmen wir entweder den nächsten oder den übernächsten Termin, ja, sodass da was gemacht werden kann. Dann lese ich jetzt einfach munter noch ein paar Fragen weiter vor, die gehen wollen. Seien entschuldigt, wir sind schon über die Zeit und die noch Zeit haben, können gerne noch weiter da bleiben. Annette, dich sehen wir beim nächsten Talk. Ich wünsche euch einen schönen Rest, Fragebeantwortung runter. Ich gucke mir dann den Rest, die restlichen 10 Minuten hoffe ich, nicht so lang, sonst verpasse ich so viel. Gucke ich mir dann auf YouTube noch an. Okay, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ne? Bis dann. Okay, ciao. Bis, Annette. Dann wird zum Beispiel noch gefragt, ob du was zu DeFi erzählen kannst. Und auch eine Anmerkung an Luis, vielleicht wäre das für dich das Modell. Zum Beispiel mit Lending werden auch regelmäßig Rewards, also eine Art Miete oder Dividende erzielt. Ja, Crypto-Lending tatsächlich kenne ich auch, ja. Aber danke für den Hinweis. Das ist dann tatsächlich auch für die Einkommensinvestoren eine, jetzt hätte ich schon fast gesagt, sinnvolle Verwendung von Kryptovermögenswerten. Nein. Ist ja, du hast jetzt gesagt, das ist Vermögenswerte. Jetzt haben wir dich erwischt. Ja, also kann ich gerne machen. Also DeFi ist quasi Decentralized Finance. Also was man quasi gemacht hat, de facto ist, man versucht immer weiter das, was heute aktuell von Banken angeboten wird, also sprich Geld verleihen an andere oder Geld leihen von anderen und dafür Zinsen bekommen oder zahlen, mal vorrangig, das eben in einer dezentralen Art und Weise mit Kryptowährungen abzubilden. Und da gibt es eben mittlerweile ein paar Vorreiter und ich glaube aktuell sind irgendwie, ich glaube 50 Milliarden oder so, quasi eingeloggt, also eingeschlossen ist irgendwie ein blödes Wort auf Deutschland. Also man muss quasi sein Geld wirklich parken und dann sagen, okay, ich habe da jetzt auch keinen Zugriff drauf für eine gewisse Zeit und dann bekommt man dafür Zinsen. Da gibt es, wie gesagt, mittlerweile schon echt ein paar Player, die in diesem DeFi, Decentralized Finance unterwegs sind und da fließt auf jeden Fall, also ich glaube in den letzten 2 oder 3 Monaten ist da so viel Geld reingeflossen, auch wie in dem kompletten letzten Jahr. Also da sieht man eben auch ein starkes Wachstum. Und die Renditen, die sind natürlich unterschiedlich pro Coin. Aber das Interessante ist halt, dass man diese Renditen halt in dieser Währung auch bekommt. Ne? Also ich meine, wenn ich halt 8% auf Bitcoin in Bitcoin bekomme, dann könnte das halt durchaus interessant sein. Und umgekehrt, wenn ich quasi auch einfach sage, ja, ich will aber gar kein Risiko, kann ich auch einen sogenannten Stablecoin, also das ist ein Coin, der quasi sich so entwickelt wie ein Dollar oder ein Euro, quasi einzahlen und bekomme halt fix, was weiß ich, ja, 5, 7, 8, 10% im Jahr und weiß dann aber, dass das irgendwie an den Dollar gekoppelt ist und
fühle mich damit vielleicht wohler, als das jetzt irgendwie an Ethereum oder Bitcoin zu koppeln, was ja an sich irgendwie noch gewisse Preisschwankungen halt so mitmacht. Also da gibt es wirklich viel mittlerweile und es wird mittlerweile auch auf Börsen angeboten. Das ist auch so eine kleine Neuerung, würde ich mal behaupten. Das gab es vorher nicht unbedingt. Dass ja auch die Börsen quasi immer größer werden, immer mehr Services rund um dieses ganze Thema halt anbieten, sodass man das auch alles auf einer zentralen Börse machen kann. Aber der Grundgedanke bei Blockchain und bei Kryptowährungen ist ja eine Dezentralität. Und deswegen werden diese ganzen Lösungen, sobald sie denn verfügbar sind und halbwegs nutzbar, ich meine, ja, wir sind jetzt alle noch Early Adopter, was das ganze Thema angeht, aber die gehen halt einfach dann dahin, ne, und wollen eher nicht auf einer Börse mit ihrem Geld quasi unterwegs sein. Aber da wird sich zeigen, was sich durchsetzt. Da gibt es ja auch ein Coin, also mindestens einer, der im Prinzip durch Gold gedeckt ist. Wenn ich mich recht entsinne, ich glaube Pax. Ne? Und da könnten zum Beispiel auch Goldfreunde, die den haben, den wiederum verleihen und dann quasi Erträge auf das Gold erzielen. Also auch das, auch die Möglichkeit gäbe es dann. Also über Sinn oder Unsinn jetzt eines so gedeckten Coins kann man sich jetzt natürlich streiten. Widerspricht ja eigentlich dem ursprünglichen Prinzip ein wenig. Aber die Möglichkeiten sind eben dann auch da, ja. Und ihr glaubt gar nicht, was für unglaublich spannende Ideen und Anwendungsfälle es gibt. Ne? Annette hatte vorhin ja ganz kurz die sogenannten NFTs angesprochen. Und also ich habe mich jetzt seit einigen Jahren relativ intensiv damit beschäftigt und ich habe auch das Gefühl, ich habe so oberflächliche Informationen zu einigen Sachen inzwischen und verstehe oberflächlich, was das ist. Und so viel ist so unfassbar spannend, dass ich manchmal nachts gar nicht schlafen kann, weil es so spannend und so interessant ist. Wirklich, es gibt extrem coole, coole Projekte, die Alex kennt und die ich nicht kenne, wo ich immer wieder froh bin, dass er sein Wissen teilt. Und so zum Beispiel auch noch gefragt, Alex, würdest du den Bitcoin auch wie viele andere Anhänger der ersten Stunde als einzig wahre Kryptowährung betrachten und alle anderen Coins als Shitcoins bezeichnen? Auf keinen Fall. Ich bin tatsächlich auch definitiv nicht alleine mit dieser Meinung. Ich weiß, es gibt sogenannte Bitcoin-Maximalisten, aber das ist, glaube ich, kompletter Blödsinn. Einfach weil diese ganzen Coins und Währungen und auch Nicht-Währungen einfach unterschiedliche Use Cases abdecken, die sie auch gar nicht ohne den anderen hinbekommen. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, was sich damit beschäftigt, Sachen, die halt in der realen Welt passieren, auf die Blockchain zu bringen, um daraus dann wiederum Entscheidungen ableiten zu können. Das würden wir nie mit einem Bitcoin machen können. Und das ist aber total essentiell, weil unsere Welt ist nun mal unsere Welt und die muss da irgendwie mit interagieren können. Dann gibt es andere Projekte, die dafür sorgen, dass irgendwie unterschiedliche Blockchains miteinander reden können, was wir definitiv auch brauchen, wenn das irgendwie mal ein Ökosystem werden soll. Also da kommen einfach einige Use Cases, die wirklich nicht miteinander vereinbar sind. Also im Sinne von, wenn ich das eine Problem löse, kann ich nicht gleichzeitig das andere lösen. Und deswegen bin ich absolut davon überzeugt, dass eben nicht irgendwie der Bitcoin am Ende übrig bleibt und wir nie wieder was von Ethereum hören, sondern dass das einfach eine Handvoll Coins geben wird. Das werden wahrscheinlich nicht viele sein, ja. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass das 50 sind, aber es werden gefühlt definitiv mehr als 5 sein, zumindest aus dem, was wir halt heute wissen. Und von daher definitiv die Antwort nein. Ja. Alex hat euch jetzt die Fachbegriffe erspart, aber er hat von Oracles und zum Beispiel von der Polka, von der Polka-Lösung, von Polkadot gesprochen. Super, super spannend. Und da echt meine Einladung, taucht da tiefer ein. Ich glaube, dass wir hier unglaublich viele ganz, ganz spannende Lösungen für Probleme haben, dass ganz viele Use Cases hier gelöst werden können, die für unsere Zukunft ganz wichtig werden können. Und ich persönlich habe immer das Gefühl, dass was uns mit Blockchain-Technologie, jetzt nicht alleine mit dem Bitcoin, sondern mit Blockchain-Technologie ermöglicht, ist so ähnlich wie das Internet. Ja, was das plötzlich alles an neuen Dingen für uns und auch gesellschaftlich möglich gemacht hat. Ich finde es auch politisch höchst spannend. Ich finde es auch gesellschaftlich höchst spannend, was da passiert. Und möchte jeden einladen, diesen Zug nicht zu verpassen, sondern wirklich am Ball zu bleiben und sich dazu informieren. Und es wird jetzt auch noch gefragt, ob man Bitcoin zwischen zwei Börsen, also Bitwala und Bitpanda, übertragen kann. Yes, kann man. Easy peasy. Man hat eine Adresse und an die kann man schicken. Ne? Vielleicht noch zum Abschluss, was ich auch immer wieder irgendwie höre, ist, dass quasi diese Regulation, dass das halt nicht gut ist für den Kryptomarkt.
Also erstens bin ich komplett anderer Meinung. Ich glaube, Regulation ist genau gut dafür, weil das sorgt dafür, dass halt Leute mehr Vertrauen in das Thema bekommen und da halt auch einsteigen. Und man hört immer wieder, ja, aber irgendein Land hat das verboten. Das finde ich eigentlich immer ganz witzig, weil man kann das ja verbieten oder nicht, aber man, also im Prinzip hat man nicht mehr die Möglichkeit, den Bitcoin zu verbieten, sondern man kann sich nur noch selber ausschließen davon. Also ein Land kann quasi beschließen, nicht zu partizipieren, aber das wird den Rest nicht davon abhalten, das zu tun. Und von daher bin ich dem ganzen Thema da echt, stehe ich da entspannt gegenüber, in welche Richtung sich das entwickelt, weil, wie gesagt, bisher alle, die es mal verboten haben, haben da auch zurückgerudert. Weil wahrscheinlich dann denen auch jemand das gesagt hat, ja, dass sie entweder mitmachen können oder die ganze Welt das ohne sie macht. Das gibt es ja aktuell jetzt in der Türkei, irgendwie habe ich gehört. Stand auch vorhin als Frage irgendwo drin, Türkei hat Bitcoin verboten. Was soll man davon halten? Oder ich meine, man kann es ja nicht verbieten im Grunde genommen, aber andererseits hast du vorhin erzählt, dass die Polizei dies und das verfolgt und im Zweifelsfall dann doch auch bei dir vor der Tür auftaucht. Und die Türkei ist ja jetzt auch so ein bisschen schwierig, was Polizeistaat und so angeht. Und wenn das da jetzt tatsächlich verboten ist, müssen die Leute, die Bitcoin in der Türkei nutzen oder haben, irgendwas befürchten? Ich komme jetzt nicht mit der Politik in der Türkei aus, aber ich meine, du kannst auch eine der anderen 3000 Kryptowährungen nehmen, das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist ja, aber verboten. Wenn ich jetzt heißt, konkret Bitcoin habe, dann ist es ja schon so, als Türke oder in der Türkei lebender Mensch. Und jetzt ist es auf einmal verboten. Was soll das eigentlich heißen? Jetzt ist Bitcoin verboten. Genau, wollte ich gerade sagen. Ich meine, was heißt verboten? Ich meine, das, was die meisten gemacht haben, ist, sie haben den Zugang dicht gemacht. Also du konntest quasi an keiner Börse mehr dich anmelden mit einem KYC, was du normalerweise brauchst, wenn du irgendwo noch eine Fiat-Währung hast und dann damit Kryptos kaufen willst. Also das ist das, was passiert ist in den anderen Ländern, dass die gesagt haben, ja, du kannst halt einfach keine Bitcoins mehr kaufen. Aber wenn du Stand jetzt schon welche hast und die gekauft hast und die nicht auf der Börse liegen, sondern auf irgendeinem Cold Wallet, dann wie soll das dir jemand wegnehmen? Also erstens kannst du keiner wegnehmen, weil das ist ja dein Schlüssel, so den kennt keiner. Wenn die das irgendwie rausfinden, weil du das an einer Börse gekauft hast, wo man deinen Namen halt irgendwie, wo der bekannt ist, ja, dann sollte man sich vielleicht irgendwie mal überlegen, wie man das wieder zurücktauscht. Aber ich meine, ich kann jetzt da nicht so sagen, was in der Türkei, wie da genau die Regelung halt aussieht. Ja, es ging mehr darum, wie man überhaupt das verbieten kann, was das für einen Effekt hat und ja, ob die Leute was zu befürchten haben, wenn sie jetzt schon Bitcoin haben und das eben nachverfolgbar ist. Ja, interessant. Aber das werden wir heute nicht mehr erschöpfend besprechen, glaube ich, das ganze Thema. Wahrscheinlich, du hast jetzt gerade Cold Wallet gesagt. Ja, Cold Wallet, das einfach noch ganz kurz heißt, quasi nicht ans Internet angeschlossener Verwahrort für deine Private Keys. Und hier ist eine Frage, in der auch so ein bisschen es in diese Richtung geht. Hi Alex, welchen Anbieter von den großen empfiehlst du für Bitcoin? Und ich las letztens, dass man ab einer Summe von x Bitcoins, die man hält, sich ein sogenanntes Cold-Konto, also so ein Cold Wallet, zulegen sollte. Was heißt das genau? Und was meinst du dazu? Ist das sinnvoll? Ja, also es ist tatsächlich so, dass auch die großen Börsen, damit ist gemeint meistens Binance, Coinbase, Kraken, das sind so die etabliertesten und größten, die es, sage ich mal, aktuell gibt. Gemini vielleicht noch, aber also die mit den drei kann man im Prinzip schon alles kaufen, was man so kaufen möchte, glaube ich. Genau, bei dem Cold Wallet, da ist ganz einfach so, die meisten Börsen sind auch so aufgestellt wie Banken. Das heißt, es gibt eine Einlagensicherung bis 100.000. Das heißt, wenn du zwei Bitcoins hast, dann hast du jetzt schon mehr als 100.000. Und dann macht es wahrscheinlich Sinn, die nicht komplett auf der Börse zu lassen. Es sei denn, du hast vor, die zu verkaufen, das Geld wieder auf dein Konto zu schieben und so weiter. Aber genau, da an der Stelle ist einfach dann, also wie viel Sicherheit möchte ich da an der Stelle haben, ist dann die Frage, wenn es um solche Summen geht, würde ich auch empfehlen, möchte ich lieber den Schlüssel selber haben und selber das quasi verwalten. Ist natürlich wieder Aufwand, muss mich mit auskennen, wie das funktioniert, aber ab der Summe würde ich das auf jeden Fall so sehen. Und dann lohnt sich dann vielleicht auch mal die, weiß nicht, 50 Euro kostet das mittlerweile, so ein Hardware-Wallet zu kaufen, das zu Hause mal zu installieren und das zu überweisen. Es muss einem halt klar sein, dass man das dann einfach nicht mehr so einfach traden kann. Ne? Also deswegen war auch vorhin diese Erklärung mit, hey, wenn die Leute ihr Geld nicht auf der Börse lassen, dann wollen die es wahrscheinlich nicht direkt verkaufen. So, ne? Also wenn das quasi auf diesem Cold Wallet liegt oder ne, dann
müsste ich das erstmal wieder zurück auf die Börse schieben, um es verkaufen zu können. Genau, das ist vielleicht nochmal so am Rande. Ja, Brigitte bat nochmal, dass wir die in den Chat schreiben, habe ich nochmal gemacht. So große Börsen. Hast du einen Tipp zu guter, kompetenter Literatur zu Krypto? Super schwierig. Alles, was ich gelesen habe, ist einfach schon veraltet. Und tatsächlich auch deutsche Literatur habe ich auch super Schwierigkeiten. Das heißt, also alles, was ich quasi darüber weiß, das habe ich auf Englisch gelesen, weil einfach der ganze Markt sich eben auf Englisch bewegt und alle Entwickler sich auch auf Englisch austauschen. Von daher habe ich da leider keine Empfehlung, wo ich sagen würde, ja, das ist wirklich gut und aktuell und könnte man mal lesen. Aber die Infos. Weil es ein aktuelles Tele, also ein quasi sowas ähnliches wie einen Krypto-Newsletter geben von Alex, wo er Leuten, die aber schon advanced sind, nicht für die Einsteiger, sondern für die, die quasi aus der Sphere spannende Informationen brauchen, einfach so aus seiner Sicht Informationen zukommen lässt, aber nicht für Anfänger. Anfänger, die werden dann nur Bahnhof verstehen. Aber für wen das interessant ist, der kann auch gerne sich einfach mal bei Alex melden oder bei mir melden. Gibt es aktuell noch nicht, wird es aber demnächst geben. Für Anfänger genau. Vielleicht noch als Ergänzung, Literaturtipp auf Deutsch. Die Bücher von Aaron König. Ich glaube, er hat 2 oder 3 zum Thema geschrieben. Die finde ich also so zum Einstieg und zum Reinkommen, die Thematik. Ich meine, er ist auch natürlich so ein Krypto-Enthusiast. Das bringt er auch ganz gut rüber. Und das ist, glaube ich, so zum Einstieg eine ganz gute Literatur. Auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Ja. Und dann schreibt noch jemand, es ist die Rede davon, Krypto ist für jeden ersichtlich, also die Transaktionen. Wo sind die für mich als Laien ersichtlich? Das Ganze nennt sich Block Explorer. Also sprich, kann man vielleicht, kannst du vielleicht kurz reinschreiben, Eva, Block Explorer Bitcoin. Da kommt man dann auf eine Seite, wo man eben Transaktionen sieht. Ob man damit was anfangen kann, ist dann nochmal eine andere Frage, weil das ist quasi dann wieder ein sehr technisches Thema. Wenn man eben eher aufbereitete Daten sucht, also eher so in Richtung, wie viele halten gerade mehr als 1000 Bitcoin, wohin fließt das Geld, bla bla, also eher solche Analysen, dann gibt es da halt andere Tools, wie zum Beispiel Glassnode, wo man quasi mal reingucken könnte. Ansonsten eben Block Explorer, aber die Block Explorer sind wirklich eher aus technischer Sicht. Da muss ich eine Transaktions-ID eingeben, ja, und dann bekomme ich irgendwie so, wer hat wie viel Geld wohin überwiesen, und dann habe ich aber nur Nummern. Ne? Also ich habe auch keine Namen im Normalfall, es sei denn, jemand möchte, dass ich den Namen sehe. Also zum Beispiel eine Börse wird den Namen mit angeben, ne, weil man dann einfach weiß, okay, das ist halt hier irgendwie die Krakenbörse, das ist der Bitcoin-Bestand von denen, weil das für die wichtig ist, um Vertrauen zu schaffen. Wenn ich das als Privatanleger quasi habe, dann werde ich da sicher keinen Namen drin haben und dann sind das wirklich, ich sehe halt, wie viel Geld verschoben wurde und dann sehe ich irgendwie ja eine riesige Zahlen- und Buchstabenschlange, ja, von wo das quasi geht und wohin das halt geht, aber es hilft mir jetzt als, also wenn ich da jetzt quasi das nicht weiter nachverfolgen kann, will, wie auch immer, dann hilft das einem erstmal nicht weiter, würde ich behaupten. Es gibt wirklich auch so sehr niedliche Vergrafizierungen, ich weiß nicht, Verbildlichungen, wie man das sieht, wo so kleine Autos fahren und wo die, aber trotzdem ist es natürlich so, wie als würde man in die Kontoauszüge von Menschen gucken. Da steht nicht dran, Luis hat Eva 3,70 Euro überwiesen, ja, sondern man sieht, es gab eine Transaktion von A nach B und jemand, der kein berechtigtes Interesse daran hat, wirklich die Daten zu entanonymisieren, kann das auch nicht. Dann, was steht denn hier noch alles? Noch einiges. Bei den großen, also es wird noch gefragt, ob man bei den großen Börsen dann eher die Custodial Wallets anlegen sollte und ob die als Anfänger sicherer als die Non-Custodial Wallets sind. Auf den großen Börsen? Also, ich verstehe die Frage, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, die Frage ist, suche ich mir lieber einen Wallet mit einem Private Key oder also halte ich meine Private Keys lieber selber oder halte ich das nicht selber? Ja, sicherer. Okay. Gut, also ich meine, für mich ist die Antwort da relativ einfach. Ich will natürlich lieber die Keys auch immer selber haben. Da gibt es auch immer diesen Spruch, not your key, not your coin. Du bist immer auf der sicheren Seite, wenn du einfach selber den Schlüssel zu deinem Bankkonto hast. Das ist, glaube ich, völlig klar.
Die Frage ist, ob man das verwalten möchte, ob man sich das zutraut, ob man das sinnvoll speichern kann. Ja, und zwar so, dass man das zu 150% dann auch wiederfindet, wenn man es sucht. Und also das ist da einfach an der Stelle die Frage. Aber wenn man ein organisierter Mensch ist und ja, sowas vielleicht auch mal an drei Orten ablegt, ja, damit, wenn mal das eine Haus abbrennt, ich das noch an den anderen beiden finde. Also, wie gesagt, wenn man die Wahl hat, auf jeden Fall immer lieber die Coins selber halten, die Keys, also die Schlüssel selber halten. Das andere ist einfach, ne, das ist halt ein Convenience-Feature. Ne? Das ist halt angenehmer, wenn ich das nicht verwalten muss. Keine Frage. Und wenn ich irgendwie mit 100 Euro an der Börse handle, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht, würde ich den Aufwand quasi nicht machen, mit irgendwie selber Key verwalten. Aber sobald da signifikante Mengen sind, und das ist für jeden was anderes, sollte man sich auf jeden Fall darum kümmern, dass man da auch selber die Hand drauf hat und dann nicht irgendwie die Börse kommt und das selber irgendwo hinüberweist, warum auch immer. Passiert, glaube ich, nicht. Die versuchen natürlich auch, dass deren Geschäftsmodell funktioniert, aber ja. Ich habe jetzt noch zwei Fragen und die letzte würde ich quasi auch nochmal hier auch an Vincent und auch an Luis mitstellen, um einfach mal irgendwie noch so ein letztes Stimmungsbild abzugeben. Und dann würde ich sagen, haben wir mit einer halben Stunde Überziehung auch auf und begrüßen alle, die es interessiert, sehr gerne zum nächsten Finanztalk oder auch gerne zu dem Live-Webinar mit Alex. Die erste Frage, die erstmal an Alex geht, um danach nochmal eine an alle, verschickt Bitpanda am Ende des Jahres Belege für die Steuern, die auch für den deutschen Steuerzahler brauchbar sind? Kannst du das beantworten, Eva? Ich kann es ehrlich gesagt nicht beantworten. Alex ist nicht bei Bitpanda. Ich bin bei Bitpanda, aber da ich nicht trade, sondern nur meine Gelder da hodle und fürs Traden woanders bin und quasi keine steuerrelevanten Transaktionen mache, kann ich es leider nicht beantworten. Aber ich kann vielleicht was anderes beantworten. Also wenn man quasi, ich glaube, unter 200 Transaktionen hat und wenn man nicht tradet, dann hat man immer unter 200 Transaktionen. Dann könnt ihr auf CoinGecko das umsonst auswerten für die Steuer. Also ich bin der Meinung, die bieten auch einen Support für Bitwala und Bitpanda an. Also über den Weg kriegt man es dann auf jeden Fall hin, falls Bitpanda das nicht sowieso selber macht, aber ich weiß es einfach nicht. Alles klar, CoinGecko. Dann Frage an euch drei. Alex, du kannst zum Schluss antworten, die anderen beiden zuerst. Wo seht ihr Bitcoin in 10 Jahren? Sind die Kurse von 300.000 Euro realistisch? Das liest man zurzeit ja in allen Medien. Ja, Glaskugel ist ja wieder kaputt, aber wenn Bitcoin sich weiterhin durchsetzt, dann garantiert über 300.000. 10 Jahre ist ja noch ewig hin und wir steigen ja im Moment mehrere Tausend im Monat, also sollte das locker drin sein. Ja, ich schwanke auch irgendwo zwischen 0 und 2 Millionen, würde ich mich mal festlegen, auf das 95% Konfidenzintervall. Nein, ich glaube, es wäre vermessen, eine 10-Jahres-Prognose für ja, den Wert einer digitalen Signatur abzugeben. Das ist halt, kann alles Mögliche sein. Ja. Und wie der Vincent sagte, ohne Glaskugel wird schon schwierig. Ich meine, das ist ja selbst bei Unternehmen ist letztendlich jede 5-Jahres-Prognose, Gewinnprognosen und Umsatzprognosen sind ja eigentlich letztlich Makulatur. Und wenn man sich auch mal schaut, wie die Sachen eben zustande kommen, einfach ja, durch Projektionen von Vergangenheitswerten, gegebenenfalls noch mit Glättungsfaktoren versehen, kann man natürlich alles schön wissenschaftlich aussehen lassen. Ja, ist aber letztendlich, ja, wie gesagt, Makulatur einfach deswegen, weil wir eben nicht in einem zweitstabilen Umfeld leben. Ja, also die Zukunft ist ja nicht die lineare Fortführung der Vergangenheit. Und von daher glaube ich, ist der vernünftige Ansatz hier zu sagen, naja, wer partizipieren möchte, definiert für sich einen kleinen Portfolioanteil oder meinetwegen auch größeren Portfolioanteil, den Kryptovermögenswerte ausmachen sollen und stellt sich den preisgünstig zusammen und hält den dann. Ne? Und rebalanciert dann idealerweise, so kann ich Spitzen schön mitnehmen, das geht ja auch durch die liquiden Märkte. Ja, sichere mir Gewinne, wenn bei günstigen Kursen kaufe ich zu und egal, ob ich dann irgendwo bei 0 oder 2 Millionen liege dann in 10 Jahren, ja, bin ich dann damit ganz gut gefahren. Ne? Oder Alex? Ich auch so. Also ja,
Ich gehe auch, also ich meine, habe auch keine Glaskugel natürlich, aber wenn man sich so anguckt, was die Leute sich da alle so ausrechnen, dann in 10 Jahren könnte da schon 1 Million drin sein. Jetzt müssen wir das Video natürlich in 10 Jahren nochmal angucken und dann hier können wir uns alle als Experten verkaufen oder auch nicht. So funktioniert das ja. Alle Leute machen eine Prediction oder eine Vorhersage und dann 3 Jahre später natürlich hat irgendeiner recht gehabt. Und der ist dann der Experte, weil er es einmal richtig gemacht hat, in Anführungszeichen. Nee, aber sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Yes. Also, ne, ich denke auch, wir wissen es alle nicht, aber ich finde auch, es gibt genügend spannende Applikationen für den kompletten Kryptomarkt und Bitcoin als die Mutter aller Kryptowährungen beeinflusst das Ganze natürlich auch immer sehr. Auf jeden Fall habe ich mich sehr über diese Diskussion hier gefreut, dass auch so viele mitdiskutiert haben. Auch Alex, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal hier an deinem Wissen ein bisschen teilhaben zu lassen. Auch vielen Dank an euch alle, die ihr mit dabei wart. Ich packe euch auch nochmal den Link zum Live-Webinar rein, damit ihr sehr gerne mit dabei sein könnt. Dann sorgen wir auch dazu, dass Alex ein perfektes Audio hat. Es kam ab und an, dass du ein bisschen leise warst. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann im nächsten Finanztalk oder im nächsten Krypto-Webinar oder wo auch immer. Alles klar, ihr Lieben. Habt einen schönen Abend. Danke euch. Schönen Abend. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.